Jojo, was geht, Digga? Moin Moin. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen noch mal ein bisschen rein in RP, auch entspannt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, Onkel Monte direkt mit Jeans im Stream. Bedeutet, direkt aus Schenefeld. Lief nicht, Digga. Tassen leer. Komplett leer, Digga. Gebrochen. Deswegen direkt Stream anschmeißen, Geld wieder verdienen, Bruder. Pfeifert, Kappi. Ne, René hat Plus gehabt. So. Wir gehen direkt rein, Digga. Okay, mach das. Danke dir, Kuss. DJ, kommst du dann auch nach vorne, mein bester Sinn? Ich hab hier einen Rollator bestellt, dann bist du ein bisschen flotter unterwegs. So. Was ist das hier? Oder? Was ist das hier? Hallo? So, sind alle anwesend, meine Besterchen. Ich glaube, Ding ist noch draußen, der Luzern. Der ist gerade, glaube ich, noch im Kopf. Na gut, dann ist er ja, dann Lutzek machst du dann nachher einfach nochmal persönlich. Was ist das? Das ist ach, ein Schaf. Ja. Ja, mein. Ah, der ist ja aufgestanden. Ach, Olaf! Na, Jungs. Was macht ihr denn da? Wir haben kurz eine Besprechung. Genau. Eine Besprechung? Mhm. Genau. Bist du unten stehen oder bist du hochkommen? Ich komm hoch. Moment. Ja.
Der ist da, da an der Treppe, mein Bester. Ja, Lutzek ist jetzt auch da. Das passt ja super. Also, meine Besterchen, ich wollte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass er heute hier wirklich einen Toppi-Job gemacht hat. Obwohl der Club heute nicht so wunderbar besucht war. Habt ihr alle Vollgas gegeben? Das finde ich echt Spitzenklasse von euch. Security hat funktioniert, das mit dem Helden hat funktioniert, das mit den Tänzerinnen hat funktioniert. Gibt natürlich, der DJ war auch wunderbar. Der DJ war wirklich toll. Ja, der war echt sehr, sehr gut. In Zukunft gibt es auf jeden Fall eine Sonderregelung, wenn wir das hier organisiert öffnen, also nicht auf die Spontane, so wie das eigentlich gestern laufen sollte, dann werden wir die erste Stunde unten das Casino zumachen, damit wir hier oben wirklich rappelvolle Hütte haben. Und dann nacheinander mit Eintritt, das werden wir dann aber auch nochmal mit Olafchen absprechen, werden wir dann unten den Bums aufmachen. Dass wir dann auch, dass die Tänzerin hier auch verdienen und dann nicht wirklich alle ins Casino abdriften. Das funktioniert nämlich so nicht. Genau. Ja, ja. Und wir verlangen auch nicht mehr so viel Eintrittspreis, 50.000, weil dadurch machen wir nicht so viel Geld. Am meisten machen wir ja mit den Private Dances und dem Casino unten. Und wie es jetzt momentan läuft, ist eigentlich sehr, sehr gut. Das ist eigentlich nur so Kleingeld vor der Tür. Wie, was habt ihr heute eingenommen? Nur 1,6 Millionen Eintrittspreis, aber keine Private Dances außer einen. Aber unten im Casino sah es wieder sehr, sehr gut aus. Freestyler Number 9, Kevin of Kurzweg. waren die heute nicht so scharf auf Private Dances oder was? Sie waren süchtig nach Zocken. Ja, die meisten oben. Oder habt ihr euch nicht richtig gewaschen und rasiert, Mädels, Mann? Was denkst du denn? Das passiert doch immer. Ja, nee. Das ist doch Pflichtvoraussetzung. Nein, es war heute Abend hier nicht viel los. Das ist Okay. Ja. Also gestern hätte das auf jeden Fall tippitoppi funktioniert, denke ich. Aber trotzdem haben alle einen super Job gemacht. Und deshalb, wenn du jetzt gerade da bist, wir hätten das jetzt über den Kopf hinweg entschieden, aber wir wollten den Mitarbeitern hier alle 100.000 zustecken, die heute da waren. Einfach so als kleine Geste, weil die heute wirklich einen super Job gemacht haben, obwohl nicht so viele Leute da waren. Und alle zahlreich Essien sind. Genau so muss eigentlich ein Team aussehen und nicht immer nur 10 Leute durch, wie viele das sind. Ich check mal kurz Konto. Wir haben das schon stecken, wir haben das Feuer gemacht. Du kannst hier nicht. Ja, ich komm gleich wieder. Also letzter Stand der Dinge vom Konto waren 200 Millionen, die wir drauf hatten. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, was meinst du? Wie viel habe ich nicht nachgeschaut? Oh, 35 Millionen mehr schmeckt. Seid ihr alle von dem D-Funk in der Gruppe drin? Nein. Ich glaube, alle sind drin, außer Foxy, ne? Sie, weil du bist ja hier. Nee, okay. Bin noch nicht. Weil da schreiben wir auch mal rein, wann ihr aufstehen müsst und wann wir den Laden aufmachen. Ja. Wäre viel Gruppe? Besser. Hallo? Achso, in der D-Funk-Gruppe. Da machen wir jemanden rein. Das reimen wir nicht so viel. Das reimen wir nur, dass wir heute aufmachen, dass die Leute aufstehen sollen. Mal zwei. Das schmeckt ja. Ja, gestern hatten wir das eigentlich angekündigt, aber wie gesagt, heute war das ja wieder so ein bisschen auf spontan. Aber ich würde mich freuen, also ich weiß jetzt nicht, wie das Chefchen sieht und wie Kevin sieht und auch Kalle natürlich als Sicherheitsmann, aber wie sieht das morgen bei euch aus? Ich denke, wenn morgen alle da sind, könnte die auch wieder voll werden. Von plus dann natürlich mit der Änderung, dass... Ja, okay, bist du dabei, Olaf? Ja. Dann machen wir ein dickes Event. Ich lasse mir noch was einfallen. Lass doch alle Tiermasken-Event machen. Wollte ich auch, genau, irgendwas so Tiermasken oder Weihnachten ist jetzt dann zu Ende, das können wir jetzt nicht mehr machen, aber Tiermasken, alle mit einer Tiermaske. Jeder muss eine Tiermaske aufhaben, ja? Genau. Die Tänzerin auch? Ich erstelle dann nochmal einen Flyer. Die Tänzerin auch, ja? Alles klar. Auch das Personal, alle. Genau. Also ich hätte gerne den Fuchs. Ja, Margret und Sibylle brauchen ja nicht eine Maske aufsetzen, die haben schon eine Tiermaske auf. Komm, steh auf, du Streifenhörnchen. Helf mir mal einer hoch, was seid ihr für Mitarbeiter? Ja, super. Immer Olaf, werd nicht zu frech da rum, sonst komm ich da rauf. Ja, mach doch, komm her.
Das dauert ein bisschen. Komm her. Park den Rollator aus, Omalein. Komm du runter. Ja, komm doch her. Das wird nichts. Hör mal, da ist eine unsichtbare Wand, mein Freund. Ja, das würde ich jetzt dein, auch sagen. Das ist dein unsichtbares, unsichtbarer Gicht in den Knien. Ja. Okay, dann haben wir schon das funktionierte Hörgerät nicht mehr, oder? Ja, ich glaube auch, die Batterie ist noch. Ich bin noch hier. Hör mal, ich hab mich beruhigt kurz. Ja, alles gut, alles gut. Ja, also ich denke, das Hauptgeschäft ist natürlich auch Casino. Ne, das läuft sehr gut. Ich denke auch, dass wir erstmal, wenn wir hier die Öffnung haben und die Mädels hier sind, dass wir natürlich, wir können ja mal zwei Sachen probieren. Einmal, dass wir das Casino aufmachen, während auch die Mädels hier am Tanzen sind. Man kann ja theoretisch gesehen auch die Mädels runterschicken und sagen, ey Jungs, wenn ihr ein bisschen Blackjack am Zocken seid, wir können ja euch hier auch Mädels hinstellen, die im Hintergrund tanzen, dann müsst ihr halt auch ganz normal bezahlen, ne? Genau, das hatten wir auch im Kopf gehabt. Wird natürlich dann auch bezahlt, aber da müssen natürlich genug Mädels dabei sein, ne? Also wir brauchen immer eine an der Stange hier vorne und mindestens eine dann für einen Private Dance und dann noch eine für unten. Also drei bräuchten wir immer mindestens. Wie viele Weiber waren denn heute am Start? Heute waren fünf? Ja, genau drei. Fünf. Also, oder? Eine halt an der Bar, drei Tänzerinnen und eine noch für Private? Also nee, noch nee. Die Peggy war. Drei Tänzerinnen. Peggy war noch. Vier Tänzerinnen. Genau, vier Peggy Tänzerinnen. War auch noch hart. Drei und das dann noch eine ist ein bisschen rumgelaufen. Wenn das so, passt, dann musst du zu. Kann man das genauso machen. Ja. Irgendeine Action heute gewesen? Irgendwelche Leute Stress gemacht? Nee, bisschen wieder welche, die versucht haben einzubrechen, aber nicht so schlimm. Die Polizei hat auch geholfen, die ist Streife gefahren. Ja, da bist du schon pennen gegangen. Wir hatten ein Anwaltsgespräch, so, also die Anwälte, die eingeschaltet haben, kamen dann rum. Mit denen haben wir ein bisschen gesprochen. Die haben auch die Zeugenaussagen hier aufgenommen von den Damen, weil da hatten ja einige Damen so kleine Traumata, wie die da behandelt wurden von der Polizei und der Bundeswehr. Und das müssen wir noch vom Krankenhausarzt reinigen lassen, damit wir da auch gerichtlich gegen vorgehen können. Und das ist jetzt eigentlich das einzige große Vorkommnis hier. Okay, gewesen. Easy. Layake, danke dir für den Zweier. Ansonsten, achso, da war noch irgendwas mit Mehmet, oder? Hat da nicht irgendwer was gesagt? Mehmet ist doch weg. Mehmet ist draußen. Ja, aber Jay hatte da was gesagt, dass Mehmet da irgendwie... Wo ist der jetzt? Bei den 18 oder was? Genau, ja, und der ist bei den 18. Der hat mal ein bisschen geredet, dass er jetzt irgendwie, weil er abgefuckt war von dem Laden, dass er, wenn er Einzelne von uns sieht, dass er die irgendwie abfangen will und keine Ahnung, was man will. Fand ich auch sehr, sehr dreckig von ihm. Ja, ich weiß, die Bellen beißen nicht, scheiß auf sowas. Genau, aber ich meinte... Der war bei uns in der Familie. Von einem auf den anderen Tag ist er gegangen, weil wir unsere Familie verteidigt haben. Der hat ja einfach ein Paintball gestartet. Dann ist er sogar freiwillig weggegangen. Wir haben gesagt, du kriegst noch so eine Sons. Ist gegangen und ja. Ja, so viel Scheiß auf solche Leute. Lee Flex, danke dir für 10 Gegiftete. Kuss. Ja, gut, okay, alles klar. Ich gehe mal wieder nach hinten. Okay. Danke für die gute Arbeit. Ja, kein Problem. Ich stelle mich jetzt nochmal auf, dann kommt jeder einzeln zu mir und es gibt ihm dann nochmal 100.000. Ja, genau. Super. Lakey, danke dir auch für 10 gegiftete, Digga. Kuss, kuss. Getting money still sad too. Jo, Kalle, mach. Ach, und Olafchen, der Casino wurde umgebaut, mein Bester. Olaf? Ja, wir reden gleich jetzt hier. Ja, Kalle. Hola, ich war heute bei Marcel oben im Casino. Ja, Ja. Ich hab mir das mal ganz angeschaut. Mhm. Ich hab mir ein bisschen auf Etepetete getan, so ein bisschen, als wenn ich richtig geil finde, was ich da gesehen habe, ja. So, Marcel hat ganz stolz mir ja seine neuen Tische im Casino gezeigt, hier Blackjack, Roulette und Poker und etc. Und dann hat er mich hochgeführt in die Penthouse, der hat richtige solche Penthouse-Suiten. Das sieht aus wie ein Puff. Also das sieht wirklich aus wie so ein Edelpuff in Tschechien. Mit verschiedenen Zimmern und so. Und Striptease-Stangen, die kommen da auch noch hin. Das heißt, der will da oben so eine Art Stripclub-Bordell-Mischung eröffnen. Und uns natürlich hier voll ins Geschäft ficken, ist ja klar. Ja, soll er doch machen. Konkurrenz belebt das Geschäft, Digga. Okay, okay. Ja, weil er hat gesagt, er würde sich auch über irgendwelche Partnerschaften freuen. Ich habe jetzt erstmal mal so gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Weil da musst du ja entscheiden, wie wir da vielleicht vorgehen oder ob wir da zusammenarbeiten oder nicht. Aber der hat richtig wieder einen auf dicke Hose gemacht, als wenn er wieder der krasseste Motherfucker wäre. Naja, Rudi. Und an uns quasi so wieder ein bisschen so, weißt du, als wenn wir so nix hätten und er jetzt hier der krasseste wäre. Ja, das mag sein, aber ich sag dir so, wie es ist, Digga. Wir können natürlich uns das mal anhören, das ist kein Problem. Ja. Aber auf lange Zeit hat man nur Kopfschmerzen damit, Digga. Wir sind selbstständig, machen unsere Dinge, wir brauchen keine Partnerschaften. Und selbst wenn wir die Laden heute zumachen und die 230 Millionen, die auf dem Konto sind, durch vier Teile, nämlich durch deinen Arsch, meinen Arsch, Kevin und Playboy seinen Arsch, dann haben wir genug, um hier das ganze Leben in der Stadt zu chillen. Also ich bin auch, wir brauchen gar nichts, Digga. Wir machen hier unser Ding, unser Land ist 20 Mal schöner, hat mehr Karma, Flavor. Da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht. Ich wollte dir nur sagen, dass der da, ne, was der da vorbereitet und etc. Ich hab dann so ein bisschen geguckt, was er so abgeht, was er vorhat etc. Die sind da richtig stolz drauf und keine Ahnung, aber ist mir auch scheißegal, unser Laden ist tausendmal schöner. Ja, alles gut, so, ist doch gut. Das habe ich dir damals auch schon, habe ich damals Marcel auch gesagt. Konkurrenz belebt das Geschäft, ist doch gut, wenn es zwei ja, Casinos gibt. Ja, ja, klar, natürlich, klar. Ja. Alles gut. Ja, ich wollte das nur mitteilen. Ja, alles entspannt, Digga. Gut. Okay, danke perfekt. Dir. Gracias. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das sieht ja geil aus mit dem Licht, Digga. Also ich sehe das so, konkurrenzbelebtes Geschäft und es ist auch kein geiler RP-Strang, finde ich. Angenommen jetzt. Wurde das hier aufgeräumt oder was? Olaf, mein Besterchen, bist du noch vor der Tür oder bist du schon weg? Ich bin noch vor der Tür, Digga. Ein Sekündchen, ich ziehe noch eine Kooperation, von der Kooperation ab. Playboy, wir machen das gleich im Büro, oder? Das geht hier um den Sprit. Wie, was für ein Sprit? Entscheiden können, wa? Was für eine Karre. Nee. Pass auf, hier gibt es so eine Rakete in der Stadt. Der hat eine Kneipe. Ja, das weiß ich, den kenne ich. Genau, und der macht auch eigenen Alkohol. Und wir haben da so eine Kooperation und dass unser Club einen eigenen Wodka bekommt. Und zwar den Titti-Wodka. Wir bekommen den natürlich zum Einkaufspreis. Ja. Und so wie ich gehört habe, produziert er aber auch fürs Casino den Spin Gin. Mhm. Und ich habe hier zu Steffi und Heres gesagt, dass ich mich dann nochmal mit dir beratschlage. Mhm. Aber prinzipiell hätte ich gesagt, wir haben ja jetzt kein böses Blut jetzt hier aktuell mit dem Casino. So, ich bin der Meinung, wir sind draußen. Das hat alles eine Daseinsberechtigung, so wie das ist. Wir müssen uns ja nicht bekriegen. Richtig. Geld gibt es überall zu verdienen. Richtig. Und ich habe zu Steffi gesagt, dass sie kann das dem Heeres ja nachher mal vorschlagen, der soll irgendwie wohl später wieder wach sein. Ja. Das war einfach sagen, in unseren beiden Etablissements wird halt der Spin Gin und der Titty Wodka angeboten, aber auch nur in unseren beiden. Mhm. Das hat der Rakete mit uns ausgemacht. Also ich habe ihn vor zwei Tagen getroffen. Der will uns einen eigenen Wodka herstellen lassen. Und fanden wir mega cool. Ja, finde ich, ist eine gute Sache, Digga. Wir sollten uns sowieso nochmal mit Marcel treffen, aber mir ist es egal, was in seinem Schuppen da passiert, ob der da Schlangen hat und die Weiber am Tanzen, ist mir alles egal. Nee, ja, da hab ich auch mit ihm geredet. Der hat das, also so wie ich jetzt weiß von Steffi, hatten die das ja nicht vor, da jetzt irgendwie einen Stripclub oder sowas draus zu machen. Was ist los? Sondern, wem ist das Auto? Ich sollte ausparken und ich will nicht oben drauf parken. Von mir. Dankeschön. Bitte, Jochen. Immer noch Anna. Jochen mit dem Knochen. So. Da kann man mal drauf rumkauen, wa, Olaf? Ja, sehe ich mich.
Oh, ja. Nein, also, viel Spaß dir. Mach's gut. Was Steffi mir da jetzt berichtet hat, haben die jetzt eigentlich nicht vor, uns in Sachen Stripclub irgendwie Konkurrenz zu machen. Stattdessen wollen die da eher eine Kooperation mit uns. Mhm. Dass wir sagen, zum Beispiel, wenn wir zu haben oder an Tagen, wo wir nicht offen haben und wir haben ein paar Ladies da, dass wir die dann da private-mäßig auf die Zimmer schicken können. Mhm. Und dann kriegen die da nochmal ein paar Tänze. Das wird natürlich dann auch anders honoriert und mhm. Casino nimmt dann einen kleinen Anteil. Und die Ladies kriegen was und wir kriegen was. Ne? Das wird dann durch drei teilen. Mhm. Dafür ist die Summe natürlich auch höher. Mit Privatfahrer, der dann dahin fährt. So habe ich mir das vorgestellt. Aber das kann ich nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden. Aber dass du natürlich dann heute noch da bist, passt ja dann wie die Faust aufs Auge. Genau. Wir also, sammeln halt immer die Sachen und warten dann, bis du da bist, dass du dann. Ihr wollt mit Heris Geschäfte machen? Nicht Geschäfte, dass wir halt einfach so ein Geschäftszweig haben, dass wir immer, wenn er mal, dass wir halt wissen, wann er aufmacht, wann er zumacht, dass wir halt aufmachen können. Und das war halt Playboys Idee mit dem Wodka, dass wir sein Wodka hier verkaufen und unser Wodka bei ihm. Nee, die haben Gin. Warum sollten wir Sachen von denen bei uns verkaufen? Naja, also wir machen ja auch Regage, verstehst du? Außerdem ist das Angebot dann höher. Haben wir nicht nur Wodka, sondern auch Gin da. Wir im Angebot haben, umso mehr verdienen wir auch. Weil wenn da jemand ist, der kein Wodka mag und doch kein Jägermeister oder rum. Scotty, wo bist du? So ein kleiner Gin-Liebhaber, dann schlägt er uns auch wieder zu. Ja, aber warum sollten wir die Produkte von dem Casino von Heris bei uns verkaufen? Weil wir daran natürlich auch verdienen, ne? Und die verdienen nichts daran. Also die bekommen unser Zeug zum EK und wir bekommen deren Zeug zum EK. Also die haben keine Gewinnmarge an uns. Mhm. Schau mal, wer das ist, wenn er nicht zu uns wird, lass den nicht rein. Und das andere, das ist jetzt einfach mal so, nur so eine Idee, dass wir da für erhöhte Preise dann exklusiv irgendwie die Frauen hinschicken. Aber da, das ist ja nicht spruchreif. Das ist ja jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Ja, Tufi? Vor der Tür stehen Leute, die sagen, sind Anwälte von euch, Jungs. Ach so, ja, die empfangen wir gleich. Da sind wir sofort da. So, kurz was. Gib mir mal kurz 2 Sekunden, Jungs. Ja, ja. Also ich persönlich möchte mich weder an das Casino von Heris binden. Ich wünsche alle eine gute Nacht. Ciao. Noch möchte ich Geschäfte erstmal mit ihm machen, Digga. Ihr dürft ja nicht vergessen, was der von uns mal verlangt hat, ne? Ihr habt das heute auch mal so gesagt. Naja, dann wenn du jetzt das Stripclub aufmachst, 60%, ne, mein Bester. Plus den Schniel kriegst du wieder. Und was meint er? Er meinte so, das ist halt besser, wenn man zusammenarbeitet, als gegeneinander zu arbeiten. Aber ich meine, er hat ja auch unser Folterkämmerchen kennengelernt. Ich glaube, der hat einfach nicht mehr so Bock auf den Scheiß. Na, warten wir mal ab, Digga. Vertrauen muss man sich erarbeiten und dieses Vertrauen sollte er sich auch erst mal bearbeiten, bevor wir ihn hier bei uns als Geschäftspartner oder seine Produkte verkaufen. Muss man mal mit ihm in Ruhe reden. Ja, wir müssen ja nicht gleich mit denen ins Bett steigen. Ja, ja, ja. So, ich, oder warte mal, ich hole mein Auto raus, dann cruisen wir ein bisschen rumkommen. Ja, hab ich. Mensch. Olaf, mein Bester, stehen. Oh. Ui, die Anwälte sind da. Willst du dich mit denen vielleicht auch mal kurz schließen? Die hast du ja noch gar nicht kennengelernt. Aber sag die sollen erst später kommen. Ey, was soll ich denn mit denen belabern? Ja, hallo. Playboy. Ja, sie können schon. Wir müssen doch mal Olaf abklären. Ja, die alten Leute wollen mit dir reden. Ja, die sollen später kommen. In 10, 20 Minuten. Okay. Genau. Einen Moment bitte. Lass erst, Digga, ich hab keinen Bock jetzt auf Anwaltsgelaber, Digga, sag ich dir so. Ja, ja, fahr. Gibt sowieso nichts mit dem zu bereden, Digga, wenn der Start. Oh, ey, mein Digga, Mann!
Fahr ein bisschen zurück, ich hab zugemacht, fahr. Jetzt hast du aufgemacht. Oh, nee, Digga. Jetzt. Guck mal, das Ding ist, ich hab's zu euch schon gesagt, Jungs, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt, guck mal, ich hab euch beiden und Kalle jeweils, wobei ich im Nachhinein gedacht habe, vielleicht habe ich auch Kalle ein bisschen zu viel gegeben. Ja. Ich habe 20 Millionen, jedem 20 Millionen gehen 60 Millionen und wir haben jetzt schon wieder, das war, wann war das? Vorgestern und wir haben jetzt schon wieder 136. Nee, wir haben 230 Millionen wieder auf dem Konto. Wieder, das ist krass. Und das ist sehr krass. Ja, wir können mit dem Geld viel machen, Digga. Verstehst du, wie ich meine? Also, ich hab auch so einen Gomez in der Hand, der hat wohl einen guten Draht zu Leuten hier mit Immobilien in der Stadt. Und da habe ich nämlich auch gedacht, wenn wir da ein bisschen ins Immobiliengeschäft mit einsteigen, werdet vielleicht auch was. Digga, wie kann man das Fahrzeug denn jetzt reparieren? Kann man hier das Fahrzeug nicht mehr reparieren? Das kannst du da vorne machen bei dem Meister, da kannst du das auswählen. Ich muss es erst einparken, dann reparieren und dann wieder ausparken? Ich glaube schon, ja. Ja, gehen jetzt die Autos. Was? Das weiß ich nicht. Gehen die Autos immer noch so schnell kaputt, da macht ja gar keinen Sinn. Das weiß ich nicht, aber ich finde es schon mal schön, dass ich nur noch angezeigt bekomme, was ich hier überhaupt zu stehen habe. Ja, aber die Verbesserung mit dem Reparieren ist scheiße, Alter. Wie lange dauert das jetzt? Ich glaube, das ist so eine Erneuerung, verstehst du, damit man, wenn du abhaust, nicht immer... Ich kann das... Da müsste eigentlich dann so stehen, dass du das reparieren kannst. Das Fahrzeug wird noch repariert, sagt mir der Wichser hier vorne. Digga, wie lang ist... Ich hab hier leider gar nichts, glaube ich. Nee, das sind kein Fahrzeug. Ich hab nur so eine Schrottkarre. Und Motorrad. Der BF. Musstest du zahlen für die Reparatur? Ja, Digga. Nee. Das ist doch übelst wack gemacht, Digga. Was geht ab, Mathelehrer, Alter? Was hast du da für einen Panzer? Ist das ein Viertürer oder ein Zwei? Also sieht so aus, als hätte der vier Türen. Aber ja, komm mal bei dir. Los, Alter, komm mal her. Für mehrere Plätze da, oder wie? Ich hoffe. Los, Jan-Ulrich, steig ein, Alter. Oh, Panzerknacker. Digga, das ist ja übelst dumm gemacht. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Wie viel halten die Fahrzeuge jetzt mehr aus? Ja, das müsste ja so sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, also das war hier heute alle tippitoppi, ne? Das hat mir, also so vom, du weißt schon, was? War sehr, sehr gut. Du meinst keine Kopfschmerzen? Genau, ja, keine Kopfschmerzen. Ich glaube, ich schlafe, gute Nacht. Ja, man sieht auch, es hat ein bisschen mehr, man hat auch jetzt mehr Augen. Mhm. Also Olaf, was sagst du mit in Sachen Immobilien oder hast du da irgendwie andere Ideen? Hast du dir schon was überlegt? Ich weiß nicht, wie spannend Immobilien hier in der Stadt sind. Mhm. Also ich habe mal angefragt, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber ich habe gehört, dass hier da so die Playboy-Mansion irgendwie anscheinend, die könnte frei werden. Und ich hab da jetzt einfach mal nur Anfrage halber an die Tür geklopft. Ihr habt echt Langeweile, ihr Wichser, Alter. Ja, wir fahren erstmal weiter. Wir sind ja gerade im Gespräch. Die Play. Bleiben einmal bitte rechts ranfahren, sofort. So. Ach man, Alter, nicht so. Mal runterhalten kann man sich hier. Er hat gesagt, rechts ranfahren, steht, einmal rechts ranfahren, habe ich gemacht. Das bleiben, sonst werden wir den unmittelbaren Zwang der Bundeswehr. Ja, dein unmittelbarer Zwang, fick dir deine Mutter! Dieses Mal ist gleich so unmittelbarer Zwang. Jo, Mann, wir sind gerade uns am Unterhalten, Mann. Habt ihr schlecht gefrühstückt oder was? Sitzt Freddy May neben euch? Ich bin noch rechts rangefahren und dann weiter. Das war doch auch Ihre Aufforderung. Rechts ranfahren. So, bitte einmal aussteigen, der Fahrer. Ach du Scheiße, ey.
Hallo, schönen guten Abend. Jo, was ist los? Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie anhalten? Warten Sie mal ganz kurz. Ich denke mal, habe ich Bedenkzeit für die Antwort? Ich sag Sie ein Problem. Mhm. Ruf mich an, ich bin der Telefonjoker. Wir haben Sie gesehen, Sie sind gerade einige Male über rote Ampeln gefahren, zudem noch einiges zu schnell. Und jetzt wollen wir einfach mal kurz den Führerschein prüfen. Ja, und einfach mal schauen. Grüß dich. Also da müssen Sie sich aber irren. Ne, wir irren uns nicht, wir waren zu dritt im Auto. Wir waren auch zu dritt im Auto. Zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Führerschein. Sie sind gefahren, ne? Ja. Also ich würde behaupten, da wo der Fahrer aussteigt, ne, vom Lenkrad, das müsste der Fahrer sein, wenn ich mich nicht täusche. Wir leben nicht in England. Herr Olaf Scharf, so. Sieht das Auto aus, als wenn man damit zu schnell fahren kann? Na, definitiv sind Sie zu schnell gefahren. Ich gebe Ihnen mal den Führerschein zurück. Sag mal, das Ding hat 80 Stundenkilometer. Wo soll man denn damit zu schnell fahren? Na, wir sind ja hinter Ihnen hergefahren. Wir wissen ja, wie schnell Sie gefahren sind. Wie schnell sind wir gefahren? Ja, auf 80. Jeden Fall. Nee. Sie sind auf jeden Fall schneller gefahren. Wenn Sie so nah an unserem Arsch dran war und so weit weg, dann sind Sie höchstwahrscheinlich schneller gefahren. Das würde ich jetzt mal unterstellen. Ja, haben Sie denn Messgerät am Start? Videoaufnahme? So drehen wir den Spieß jetzt nicht um. Kommen Sie einmal beiseite, ich gebe Ihnen mal ein kleines Bußgeld, dann können Sie auch weiterfahren, okay? Ja, das können Sie mir auch hier geben, oder nicht? Ja, dann müssen wir nur aufpassen, dass kein anderer kriegt. Nee, ist ja auch egal, ob ich das bekomme. So, das nächste Mal einfach ein bisschen langsamer und dann ist es ja gar kein Thema. Ist auch Millionär. Wird gang und gäbe weiter? Hast du da eine Sonnenbrille auf oder was im Dienst? Soll der Brille bitte kommen, sie helfen oder was? Die Brille hat Night Vision, mein Bester. Ah, ich verstehe. Also, so wie man super, vielen Dank. Haben wir auch gar kein Problem mehr. Bitte einfach in der Zukunft ein bisschen auf die Verkehrsregeln achten, ja? Ja, alles klar, super. Schönen Abend noch, ciao. Ebenso, ja. Ciao. Wenn man nicht genug zu tun hat, wa? Naja. Die sind so unfähig, Digga. Ich hab noch 98 Blitzer offen, Digga. Ich hab auch noch 220. 220? Ja, ich hab nie bezahlt, Alter. Warte, ich muss auch mal gucken. 220 ist ja extrem viel. Ist das eine Pippi oder was? Oha. 236 sogar. Ja, das ist die Stella. Ah, schläfrig ist das. Hier ist doch die Kneipe. Hier ist doch die Kneipe, mein Bester, hier von Rakete. Meine Fresse! Kann man nicht einmal aufpassen, ja, so wo man hinfährt? Wieso? Was ist denn los, Schläfrig? Meine Autos abgefahren. Ey, Schläfrig, seh's doch als Kompliment, ich stoß dich gerne von hinten. Für was? Das sehe ich so lange als Kompliment, weil das geht mir finanziell immer nicht. Ja, Digga, ist doch gut, ey. Sag mal, weswegen ich angehalten hab. Wer ist denn die junge Dame hier? Hey, Olaf. Ach, die, okay. Digga weg. Ach, die, genau. Wie geht's dir, Olaf? Oh, das kam euer Schiff, finde ich aber ganz geil, ja, da muss ich gestehen. Gut, dass wir hier miteinander quatschen. Ja, mir wurde erzählt, dass du jetzt auch Automaten dir einbauen möchtest und eine Stange. Nein. Eine Stange auf keinen Fall. Automaten wollte ich, aber seitdem ich gehört habe, dass du jetzt auch welche hast, wäre mir das zu langweilig, auch noch welche zu haben. Da will ich dann irgendwie was unten Zockermäßiges haben, also zum Beispiel Flipperautomat oder Billard oder so. Ja, das geht nicht. Ich hatte, wir haben schon umgeschaut, dass wir vielleicht sogar Dartscheibe zum Laufen kriegen oder so. Ja, das geht. Also ich will halt. Ja, da wird schon was gehen. Sorry. Ja, das haben wir uns alles für unseren Land patentieren lassen. Da müsstest du dann Geld abdrücken. Nee, so läuft das nicht. Wie, so läuft das nicht? Nee, mein Laden ist schon vorher in Planung gewesen. Ja, kann ja sein, aber wenn ich möchte, schließe ich den Laden. Nee, auf keinen Fall. Wie? Also funktioniert das nicht. Doch, so funktioniert das. Na, das kannst du mit anderen Leuten machen, nicht mit mir.
Weil du einmal bei den Dings warst, denkst du, bist jetzt hier eine Nummer in der Stadt oder was? Ich bin auf jeden Fall eine Nummer in der Stadt. Ja, ne, aber ich habe mir sagen lassen, die Nullnummern. meine Stadt. Er fällt drauf oder ein. Ach, ich mach da nur Spaß, Digga. Olaf, ich würde mal eine Zahl in den Raum werfen. Was hältst du von 60? Ja, ja. So, Olaf wird ausgelacht vom Geburtstag. Ja, ich wäre sowieso nicht gekommen. nee, ja. Ich habe gehört, du stellst jetzt eigenen. Zeig mir mal deinen Knall. Ich war noch nie da drin in dem Schuppen, Digga. Zeig mal her, die Möhre. Ja, du, nee, komm. Jetzt komm her, rein hier. Darf ich mir den auch angucken, Rakete? Ja, sicher. Guck mal, welche hässliche Fresse ich hier vorne drauf gemacht habe, weil er bei mir ein Konzert gegeben hat. Das hat ja nicht ein Auto. Alter, ich zeig dir jetzt ein größeres, oder? Guck mal hier oben, oder? Wer ist das? Wo? Theo! Guck mal hier an, Alter. Das muss nur einer überkleben, Alter. Ich hab seinen Sohn im Urlaub getroffen. Oh, der ist genau so die dicktätige Milf da, Alter. Oh. Das ist diese Frau Eres. Oh, Junge, Maschallah, die hat aber richtige, Alter. Ja, die hat aber richtig geile dicke Milchtiten, Mann. Das ist die von Marcel da, die hat ja mir mal empfohlen. Ich fand die nicht so schön. Ne? Da würde ich mich reinlegen, Digga. Da kannst du dich aber auch reinlegen. Ja, aber muss aufpassen, die schwitzt an jeder Stelle. Alter. Geil, Mann. Stell mal vor, du hättest da noch einen Joystick zum Spielen. Hast du Bock drauf, wenn es überall salzig schmeckt, ne? Ja, wenn du willst, zeig ich dir den Laden. Ja, gib mir kurz eine Minute, bitte. Oh, das liegt an deinem Alter, ne? Du brauchst schon wieder Starthilfe. Ja, ja. Theo. So, okay, los, ja, Titi Twister brauchst du auch noch da drauf. Also, wie sagt man das bei solchen Brüsten? Da kann man ein Motorboot machen, ne? nicht nur Motorboot, da kannst du eine schöne Kreuzfahrt machen mit der. Ui, schicki, Alter. Hier kann man sich auch so eine fette Lederjacke kaufen, oder? Mhm. Bestimmt. Ja, geil. Hier hast du denn so einen schönen Hauptraum, ne? Schöne Kneipe halt. Ja, da kann man Rock'n'Roll machen. Oh, hier sehe ich auch mal ein Rap-Battle. Ja, warum nicht, ne? Also so Themenpartys und so haben wir damals auch schon gemacht. Mhm. Ich zeige euch doch mal, das ist die Haupttheke hier. Hast du auch irgendwas mit Karaoke geplant? Ja, mal gucken, wie gut das hier funktioniert in der Stadt. Aber ja, hatten wir auch schon im Gespräch. Ah! Oh, da sehe ich mich. Ah, ja, der Rentner. Muss die Schuhe zubinden, oder? Hier wird das Bauamt, hier links wird das Bauamt noch einen Raum ranhängen. Und hier unten ist dann halt. Ach, guck mal hier, direkt mal ein Automat. Oh. Aber hier kann man gar kein Geld reinschmeißen. Was nee, das läuft noch nicht. Und hier unten, früher wurde das genutzt, um halt mal, wenn irgendwelche Fraktionen mal Ärger hatten, dann haben die sich hier unten manchmal ausgesprochen. Aber ich will das hier alles zum Laufen kriegen. Ne? Wenn wir das nicht hinkriegen mit dem Billardtisch, dann oder so, ne? Irgendwas anderes hin. Ja, das wie gesagt, so, ich hatte damals vor, hier Spielautomaten zu machen, weil das Casino damals so selten offen hatte. Mhm. Dann wurde das Casino ja wieder ins Leben gerufen. Dann dachte ich mir so, ja, trotzdem so eine Kneipenspielautomaten, nicht Casino, weißt du? So diese alten Dinger hier, weißt du, von Merkur, die ganz alten wollte ich. Und von der Seite, die man... Das alte Book of Ra, das fühle ich. Zum Beispiel. Aber jetzt das Ding ist so, guck mal, ihr habt jetzt auch Spielautomaten, warum soll ich denn auch noch das Gleiche machen? Das ist ja doof, wenn man Aber Billard ist cool, Billard oder Tisvika. Aber ja, du könntest dir auch noch hier die Dinger hinstellen, wo du auf 140 hochdrücken kannst. Kennst du die noch? Ja, die guten, ne? Ja. Aber ich würde mir da ein paar neue Couches zulegen. Also die sehen ja schon ganz schön ramponiert aus. Ja. Das ist doch ein guter Flair. Ja, das muss so. Das ist halt Kneipe halt, ne? Das ist ein ganz geiler Schuppen. Auch die Poster finde ich echt nice. Ja, die habe ich alle, das sind alles so meine Bands, ne? Die habe ich mir hier alle hingehangen selber, ne? Also AC/DC, Guns N' Roses. Ich hab sogar Blümchen hier irgendwo hängen. Ja. Iron Maiden, oh, Digga, schön. Slipknot, ja, geil, für die Blink 182 Seite. Von Halen. Das sind die Legenden alle. Guns N' Roses, ui. Ja, Uwe ist eigentlich auch da unten, Digga. Ich hab drin eben beim Reingehen auch noch Dings gesehen. Peter Maffay. Ja, nee, aber Wolle. Ja, also ja, ich schon Memory of Lost noch. Die Iron Maiden und Judas Priest Poster fühle ich anders, Digga. Aber Judas Priest, hast du einen Judas Priest hier? Judas Priest müsste eigentlich auch irgendwo hängen. Das wäre traurig, wenn nicht, Digga. Sag dir so, wie es ist. Nee, die müssen irgendwo hängen, Olaf, bist du Also es kommen auf jeden Fall noch mehr. Das Ding ist so,
dass es ja so manchmal nicht zu regeln ist, dass sie überall einzeln hängen, sondern du weißt ja, wie das funktioniert. Ne? Dann, die hängen ja dann manchmal doppelt irgendwo, wenn man die einen an einer Stelle hin. Olaf, ich glaube, das geht um die. Ich komme in 10 Minuten, bin ich da. Bring ihn mal rein, gib ihm ein Getränk, wir kommen sofort. Alles klar. Wie gesagt, hier unten will ich halt so, wenn das nicht möglich ist, dass der Billardtisch zum Laufen gekriegt wird, würde ich das so ein bisschen umdenken. Ne? Aber vielleicht hier so Kneipenflair, ne? Das ist ja, hier halt wieder cool, gerade noch war. Und wir können uns dann mal oben nochmal umschauen. Oben ist dann halt noch so eine Lounge, so eine VIP-Geschichte. Naja, ich suche jetzt erstmal das Judas Priest Poster, Mann. Muss irgendwo sein. Aber das hier hängen kann, ich weiß ja nicht. Nee, der hat gelogen, ich sag's dir. Mal, da war der aber ja, blamiert, da hat er aber noch richtig. Das könnte, ey, Kevin, guck mal. Was? Das ist der Papi von Hulk, Alter. Von Kalle. Also, ich sehe hier keinen Judas Priest Poster, Mann. Ja, du musst mal gucken, manche hängen draußen. Oder so. Sind Sie mit dem Baustein vorne vor der Tür hier? Ja. Ist das Auto, was man im Casino gewinnen kann? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Wollen Sie es haben? Wie verkaufen Sie ihn, wenn Sie wollen? 2 Minuten? Na, ich habe eher überlegt, ob der Schaf vielleicht Interesse an einem Ego-Chip hat. An einem was? An einem Ego-Chip-Auto. Was gibt's das? Nicht mehr. Wird es nie wieder geben. Also werden so nicht mehr kommen. Da ist halt, ist krasser als Dreier-Chip, ne? Ja, was ist das? Elektronik? Scheiben sind nicht zerstörbar, kann nicht dreckig werden, das Auto. Aber was für ein Auto ist denn das? Hier oben hast du denn? Audi R7. Oh, RS7? Ja. Verdammte Scheiße, wie viel wollen Sie dafür? Der hat mich doch gefragt, du Schwanz. Ja, ja, ich will doch für dich kaufen, Alter. Achso. Genau. 60 Millionen ist der wert. 60 Millionen. Na, red mit Olaf weiter. Und was willst du von mir haben dafür? Ja, müssen wir uns ruhig an einen Tisch setzen und dann mal das Auto. Komm mal gleich zu meinem Laden. Mit dem Auto. Mit dem Wagen. Quatschen wir mal. Ja. Der Bundeskanzler ist bei uns anwesend. Wir müssen da jetzt mal kurz hin. Aber gefällt mir richtig gut, Rakete, Digga. Schön, also, ja, die Stimmung kommt auf jeden Fall rüber, wenn da noch ein guter DJ am Start ist. Ja, also das Ding ist so, DJ, also ich habe gedacht, mit der Kneipe reicht, wenn du über Bluetooth machst hier, weißt du, da brauchst du keinen Live-DJ, ne? Wenn der Kneipe läuft, einfach was im Hintergrund fertig ist. Weißt du, was dir noch fehlt? DJ-Ecke, ne? Ja? Ein Boxautomat. Oh, sowas, ja, so, geil, so Kneipengeschichten werden halt allgemein. Ja, gerne. Genau, auf 14, Mann. Und also es wird, noch ein bisschen, es wird halt alles noch ein bisschen erweitert. Ne? Guck mal, hier zum Beispiel die Tür, die ist auch noch zu und da werden wir wahrscheinlich auch noch einen Raum hintermachen. Vielleicht kann man da dann noch die Spielecke erweitern. Das ist schläfrig. Die Hassler-Schiene neben auf der Flucht vor irgendetwas zu sein. Wer ist auf der Flucht? Zwei Hasslers liefen gerade ohne Auto rum. Okay. Gut, wir klingen aus, wir müssen jetzt zum Bundeskanzler. Danke für die Gastfreundschaft. Jo, gerne. Achso, Olaf. Ja. Wegen den eigenen Produkten. Ich habe deinen Jungs mal so ein. Ja, wir besprechen das intern. Wenn ihr aufmacht, hier wird es klappen. So viel steht fest. Wie gesagt, ich habe den Ding auch euren eigenen Namen gegeben, ne? Titi Wodka. Ja, habe ich schon gehört. Nächstes Mal, wenn ich komme, hängt hier ein Iron Maiden Poster, Digga. Besser. Ich dachte, du wolltest Judas Priest. Judas Priest, sorry. Ja. Jetzt hat er sich selber in der Pfeife geraucht. Ey, yo, kommst du gleich mit dem Audi zu mir oder was? Ich weiß nicht, was der Bundeskanzler da will, aber kannst ja schon mal zum Titty-Twister kommen. Ja, krieg ich. Easy. Alles klar. Macht's gut, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke, Rakete. Gut, tschüss. Ciao und Stella, ciao. Boah, Mann, ey. Mach doch auf da jetzt und fahr, Mensch. Schnauze, Mann. Also ehrlich, Olaf, ne? Also. Alter, ich sag's dir immer wieder. Bis denn, Lucky Luke. Hupsala. Der arme Alter, der ist ganz schläfrig, sein Wagen. Der kann nichts dafür, Alter. Das wäre der Bundeskanzler. Ich glaub, er ist jetzt losgelaufen, der Schläfrig. Ich hab keine Ahnung. Aber eine gute Federung hat der Wagen, Alter. Hat das Wagen nicht mehr? Ich hab es nicht gesagt, ich hab mich direkt verbessert, Alter. Ja, ich weiß, irgendwie. Was will denn der Bundeskanzler von uns, Mann? Ich hab keine Ahnung. Digga, ich möchte mal ganz kurz festhalten, wie geil ist bitte das Licht? Noch an? Nein, vom Titty Twister, ihr Edis. Ah, ja, jetzt hab ich's dann natürlich, angesehen. Natürlich, das ist extrem geil. Das sehe ich das erste Mal, Digga. Ich kann dir sagen, was der will, der Kanzler. Der will uns, glauben, mit uns reden wegen den Waffenschein. Ja. Ich hab das ja alles organisiert gehabt mit Justizminister und Co.
Und er will uns auf jeden Fall erstmal 6 Waffenscheine ausgeben. Und es ist im Gespräch, dass wir für unser Sicherheitspersonal noch Taser bekommen. Ah, aber das wird kritisch, das wird nicht klappen. Geht ja, nicht. Da wird hinter den Kulissen auf jeden Fall ein bisschen gearbeitet, weil ich habe da mit den richtigen Leuten gesprochen und da wird mal geguckt werden. Mhm. Wohin fährst du? Das weiß ich auch gerade nicht, Digga. Links. Da warst du ein bisschen zu lange im Urlaub, mein Besterchen. Hast du vergessen? Ich habe immer Probleme, den Standort von Links. Dem Strip Club zu finden. Ja, jetzt sehen wir ja, auch. Die Liste, das sind ja extra für dich, Alter. Ja. Man weiß immer, wo du hin musst. Das ist einfach das Titty-Signal, Alter. Das sieht aber geil aus mit den Lichtern, Digga. Das ist neu, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Eine Woche ungefähr. Also ja, da, wo du in Urlaub gefahren bist. Ja, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen, Digga. Mhm. Achso, und wir haben jetzt auch sichere Tore, ne? Ah, ja, ernsthaft? Ja, haben wir auch jetzt. Also die Leute können nicht mehr einbrechen, oder was? Nee. Genau. Bei uns und im Casino auch nicht. Richtig. Ich mach zu. Ja. Na, ich glaub, ist doch ewig mit dem. Zack. Ach, gut, Jungs, jetzt geht das hier Laber wieder los, das sag ich euch. Ja, lass uns kurz fassen, ich will den Audi kaufen, Mann. Da stehen denn die Blixer da vorne am Tor wieder, Mann. Ich hoffe, das ist der Kanzler, sieht da ja wirklich aus wie ein Penner. Lass uns die mal ein bisschen die beleidigen, Alter. Haben. Ah, die können sich ja sowieso nicht mehr einbrechen. Ja, was ist los, Mann? Wir verkaufen nicht. Was wollt ihr denn, Digga? Da schön. Ich bin's, Jungs. Wollt ein paar Titten sehen? Wer, ich meine, ich kenne dich nicht. Dann kannst du einfach nur runtergucken, Alter. Nee, sie vielleicht nicht, aber Playboy und Kevin kennen mich. Ja, der Paranoide. Was kann ich für dich tun, mein Besterchen? Ja, ich habe nur geguckt, ob ihr vielleicht noch auf habt. Nee, wir haben geschlossen, mein Besterchen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir geschlossen. Die Türen alles sind gut. Ja, kein Problem. Ja? Gut, jalla. Gut, wir hören uns, ja? Guten Abend noch. Wir machen's gut. Macht's gut, Sato, Männer. Boah, der hat dabei hängetet, der eine. Der hat heute 10 Millionen hier wieder verzockt. Nee, der hat sein Haus verkauft und hat das ganze Geld wieder bei uns gelassen. Er soll noch nächstes Mal noch seine Frau, Alter, geben. Hätte er uns das Haus verkauft. So, Jungs, wir müssen einen guten Eindruck beim Bundeskanzler machen, ne? Also. Ja. Ja, klar, schön. Ich probier gut zu reden. Was macht Pablito hier? Hallo, die Anwälte, wir kommen gleich auf Sie zu, ja? Wir müssen einfach kurz mit dem Bundeskanzler. Oh, Juti, meine Beste. Macht's gut. Was macht Pablito noch hier? Keine Ahnung, man zockt der. Wo ist denn der? Hier, sogar vor dem Ding. Ach du Scheiße. Ey Männer, ihr müsst doch drauf achten. Ich hab gehört, der Bundeskanzler ist hier. Pablito, mal die andere Seite, Mann. Hallo. Was? Hola. So. Hier, Olaf, setz dich. Komm neben mir, Pablito. So. Was macht ein Pablito hier überhaupt noch, Digga? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der kommt immer rein und raus, wie er will. Sag mal, Pablito, hast du nicht beim Casino hier nichts zu tun, oder was? Der war auch heute die ganze Zeit mit deinem Sohn unterwegs. Okay. Ist das so, ja? So, moin moin, Herr Bundeskanzler. Wunderschönen guten Tag. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Brian Brooks, mein Name. Wir hatten bisher noch nicht die Bekanntschaft, auch wenn ich, wie ich mitbekommen habe, tatsächlich gesehen habe, dass ziemlich viel Zufluss hier im Titty Twister eingegangen ist. Finanziell sowie aber auch was ihre Belegschaft anbelangt. Dafür erstmal Gratulation. Danke. Freut mich, dass ihr in so einer kurzen Zeit hier so einen Schuppen oder so ein Etablissement, sage ich mal, aufrichten konnten. Gute Arbeit. Dankeschön. Ich habe 3 Themen, für die ich gekommen bin. Zwei werden vielleicht jetzt nicht so erfreulich sein, aber es ist ein Thema, womit man sich als Unternehmer leider auch auseinandersetzen muss. Und das andere, darauf sind bereits ihre Rechtsanwälte auf mich zugekommen. Erstmal die unangenehmen Themen, bitte. Ja, genau. Wir fangen erstmal mit den schlechten Sachen an. Thema Nummer 1 sind tatsächlich das Thema Steuern. Was ist das? Moment, bitte. So, Steuern, genau. Hier gibt es zweierlei Hinsicht hier. Einmal, natürlich, sage ich mal, bieten sie ja gewisse Dienstleistungen an, die ganz normal mit 19% versteuert werden und an die Justiz abgeführt. Und auf der anderen Seite bieten sie ja auch Glücksspiel an. Nee. Kein Glücksspiel. Also, was für ein Glücksspiel meinen Sie denn?
bin ich falsch, liege ich falsch mit der Annahme, dass unter uns Blackjack, Tisch ist und Spielautomaten? Noch nie gehört. Und ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, also wir haben unten einen Tisch, aber da spielen wir immer privat Poker. Ja, ja, genau. Also wir Mitarbeiter, wenn wir Feierabend haben. Okay, wollen wir jetzt mit offenen Karten spielen oder wollen wir uns hier gegenseitig irgendwelche Märchen vorlegen? Naja, was haben Sie denn, also, was wären denn die Alternativen? 19% oder was? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich, wenn Sie hier Glücksspiel bewerben möchten oder bewerben möchten, ist das kein Problem. Da muss man jedoch eine Glücksspiellizenz gegen einnehmen. Und wenn ich jetzt einfach mal rate, dass sie mit ihrem Glücksspiel einen Bruchteil dessen einnehmen, was das Casino einnimmt, dann denke ich mal, wären 10 Millionen absolut in Ordnung. 10 Millionen, ja. Jeden Monat. Wenn die Zahlen stimmen, was ich gehört habe, ist, nee, nicht jeden Monat, das ist einmalig. Wenn die Zahlen stimmen, was ich gehört habe, ist, dann haben sie hier sehr schnell einen neunstelligen Bereich eingenommen. Und das nicht nur mit ihren Dienstleistungen, was die Damen, sag ich mal, abliefern. Und wenn sie das gerne machen möchten. Wer hat ihnen das erzählt? Das ist ja sehr gut informiert, muss ich sagen. Das stimmt, besser informiert als wir. Ob das stimmt oder nicht, ist jetzt ja nebensächlich erstmal. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass solche Zahlen recht schnell umkommen können. Ich sag's mal so, wenn sie Interesse dran haben, hier ein legales Glücksspiel zu eröffnen, dann hätten sie von mir hier und jetzt das Angebot, einmalig 10 Millionen zu zahlen. Und dafür dürfen sie dann hier legal das Glücksspiel betreiben. Vom Glücksspiel jedoch werden 25% Glückssteuer abgesetzt. Was bedeutet das? Jedes Mal 25%? Nee, es ist folgendermaßen, wird es berechnet. Wir haben Einsicht von der Bank. Wir dürfen da uns Einsicht herbeirufen, sage ich mal. Und darin sind die Einnahmen ganz gut wieder gekennzeichnet, welche durch Leistungen und welche durch Glücksspiel generiert werden. Und daran würde ich einfach recht simpel ablesen lassen, wo was mit 19% und was mit 25% zu besteuern ist. Ich denke tatsächlich, dass es für Ihr Unternehmen wirklich sehr gut wäre, wenn Sie hier legales Glücksspiel betreiben können. Weil es viele Menschen gibt hier in Dortmund, welche, sage ich mal, Interesse daran haben. Man kann natürlich gucken, dass man dafür nochmal einen Sondereintritt nimmt, aber das ist dann Ihnen überlassen. Das ist dann nicht mehr mein Thema als Bundeskanzler, sondern das ist Unternehmers. Wir haben nur ein Glücksspiel. Das sind die Private Dance. Entweder kriegen Sie eine Frau oder einen Yuppie. Wie gesagt, ich sag mal so, die Information, dass hier Glücksspiel betrieben wird, und auch wenn es vielleicht mal auch nur unter Ihnen ist, sind sicher. Aber was hat denn der Bundeskanzler mit der Lizenz und mit dem Glücksspiel und mit Steuern zu tun? Tatsächlich kümmere ich mich um sehr, sehr vieles hier. Das mag man vielleicht nicht glauben, einfach weil es für diesen Posten aktuell noch jemand anderen gibt. Und wenn es niemand anders macht, dann muss es halt der Bundeskanzler machen. Das kennen Sie vielleicht als Chef des Unternehmens. Wenn es für manche Leute nicht die qualifizierten Ansprechpartner gibt, dann muss halt der Chef sich um einiges kümmern, und so ist es in dem Fall auch. Ich bin ja nicht nur allein hier, ich bin ja auch in Gegenwart des Justizministers und des Gesundheitsministers. Die beiden Herren, mit denen habe ich mich bereits beraten. Und wie gesagt, also es geht jetzt erstmal nur um das Thema Steuern an für sich. Das ist einfach nur eine reine Information an Sie, dass Sie überhaupt sich darauf einstellen können, dass diese Steuern entzogen werden. Dann haben Sie auch eigentlich nichts viel zu tun, sondern das werden wir direkt von der Bank einziehen lassen. Und wenn da kein Geld drauf ist? Einfach nur. Das ist natürlich, soll ich sagen, was soll ich versteuern, wo nichts zu versteuern ist. Natürlich kann man aber auch nachweisen, wenn auf einmal zig Millionen verschwinden und die nicht irgendwo eingetragen sind als als Investition oder sonstiges. Also hatte ich das richtig verstanden, die einmalige Zahlung von 10 Millionen für das Glücksspiel beinhaltet dann aber auch gleichzeitig noch für alle meine Security-Mitarbeiter Waffenscheine. Ja, hallo, Funkjack. Das ist das dritte Thema und deswegen bin ich auch hier. Ich wurde bereits darauf angesprochen, dass sie hier Probleme haben mit Gangs und sonstigen
Gruppierungen, welche sich hier des Öfteren wo schon mit Waffengewalt reingearbeitet haben. Wir sind gerade in einem Gespräch. Und dementsprechend wollte ich Ihnen auf jeden Fall anbieten, dass Sie mindestens schon mal 2 Wachbedienstete mit Waffen ausstatten können. Das passende Gesetz muss aber erst noch veranlasst werden. Bei diesen zwei Personen ist es so, dass die wirklich mit Waffen in der Tasche, natürlich gesichert, sich hier auf ihrem Gelände bewegen dürfen. Und sonstige Waffen müssten dann gesichert sein, entweder in einem Lagerraum oder in einem Fahrzeug, wo aber auch dann gegebenenfalls nur sie drankommen oder der Wachchef. Einen Augenblick, entschuldigen Sie. Einfach um. Kalle, kannst du einmal kurz rausgehen? Jemand wollte mir noch ein Auto verkaufen, ob der da ist. Und wenn er da ist, lass ihn mal bitte auf den Hof. Ja, wie heißt der? Weiß ich nicht. Okay. Frank. Der fährt aber ein Audi. Der fährt ein Audi. Der Bulle. Der Polizist. Entschuldigung. Kein Problem. Wie gesagt, es ist einfach nur wichtig, dass die Waffen, sag ich mal, jetzt nicht offenkundig überall rumliegen. Ist ja klar. Einfach um erstens ihre Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten. Insofern, finde ich, ist es vereinbar auf jeden Fall, dass man 2 Wachbedienstete mit Waffen ausstattet, welche natürlich nur zur Selbstverteidigung dienen. Und nichts anderem sollte ich mitbekommen, dass diese Waffen für einen aggressiven Angriff angedacht sind, dann wird diese Lizenz natürlich sofort entzogen, aber es wird auch gesetzlich nochmal so alles festgehalten. Wie gesagt, dieses Gesetz muss auch erst nochmal ausgeschrieben werden, aber da ich jetzt bereits mehrmals die Anfrage von Unternehmen bekommen habe, ob man nicht Waffen tragen darf, wollte ich dem Ganzen jetzt auch mal nachgehen und quasi ihnen da auch entgegenkommen, weil ich möchte auch nicht nur als der Buhmann dastehen, der den anderen Unternehmen das Geld aus der Tasche zieht, sondern auch irgendwo als Ansprechpartner. Da muss ich Ihnen aber sagen, mit 2 Waffenscheinen kommen wir da nicht weit, verstehen Sie? Wir haben also 10 Securities und 2, weil wir stellen immer einen unten auf im Casino und einen oben. Und wenn ich jetzt bitte eine Lizenz geben würde, dann macht der Rest was. Wie sollen die sich verteidigen? Also das macht nicht so viel Sinn. Außerdem, wir sind ja auch noch die Stellvertreter von Chef. So, wir müssen auch ein bisschen um unsere Sicherheit. Jungs, klär das mal kurz. Ich muss mal holen, mein Red Bull. Okay. Ja, alle Klärchen. Also das macht. Oh, Bruder, das war mir also. Ist da jemand im Auto? Ja. Ja, ich führe das Gespräch hier noch eben zu Ende und dann mache ich mich auch auf. Oh, ich habe mit den Anwälten reden auch gar keinen Bock, Mann. Ist der Typ hier mit dem Audi da? Ist da keiner mit dem Audi oder was? Der Wichser ist gar nicht gekommen oder was, Mann? Der Hund. Peter Förster. Genau. Ist hier keiner gewesen, der mir ein Auto verkaufen wollte, Mann? Nee, ich halte die Augen offen. So, reicht das? Ja. Alle hat mir Bescheid gesagt, ich halte die Augen offen. Ja, alles klar, danke. Das reicht, besten Dank. Der verdammte Bundeskanzler, Digga. Genau. Ich muss was schreiben. So, warte mal ganz kurz. Sag mal, Olaf. Ja, Süße. Ja, du Olaf, ich muss unbedingt mal mit dir reden. Also, sobald du Zeit hast, ist jetzt nicht eilig, aber vielleicht heute noch, wenn's passt. Ja, okay, alles gut. Ja, sag mir ruhig Bescheid. Sag's mir ruhig Bescheid, wenn's dir passt, ja? Ja, alles gut.
Deine Stimmbänder sind heute besonders laut. Sehr laut? Oh, ja. Alles gut. Wollte ich dir nur sagen. Ja, danke, Olaf. Gut. Sag mal, wo warst du denn die ganzen Tage? Ich hab dich vermisst immer, mein Junge. Wie bitte? Urlaub. Ach so, im Urlaub, ja. Ja, dann kannst du dir auch mal gönnen. Ja. Siehst auch richtig erholt aus. Ja, ja, du siehst toll, siehst du aus. Richtig flott siehst du aus heute. Oh, ja, das vielen Ding Dank. Steht dir ja sehr gut. Ja, danke schön. Danke. Alles gut. Mein Business-Outfit für hier, das sieht noch toller aus, Olaf. Ja, da bin ich mal gespannt. Mal da, ja, ja. Ja gut, dann sag mir ruhig später mal Bescheid. Ja, ja, und dann... Alles klar, nochmal ganz kurz. Ich muss jetzt nochmal... Du bist Sibylle, richtig? Ja, natürlich. Ja. Die mit dem Bommel auf dem Kopf ist Sibylle. Ja, ich muss mir das nochmal merken. Ja, ja, ist doch nicht schlimm. Klar. Gut, alles klar. Okay. Bis später, Sibylle. Ja, bis später, mein Sohn. Personen, die irgendwie an der Waffe gekommen sind, die ja angefangen haben, Stress zu machen. Also da kann ich jetzt ja nicht sagen, oh, das ist jetzt die eine Gang oder so. Das war der Groß, der war wirklich zivil unterwegs und hat für die meisten Probleme gesorgt. Ja. Okay, also das Ganze wird so aussehen, sie kriegen jetzt von uns nicht ihren separaten Waffenschein, sondern sie kriegen eine Wachschutzlizenz. Auf dieser Wachschutzlizenz sind die von ihnen ernannten Wachbediensteten gekennzeichnet oder vermerkt. Und sollte es dann wirklich mal zu einer Razzia kommen, warum auch immer, ich verstehe zwar nicht genau, warum man hier eine Razzia machen sollte, was ein anderes Thema. Hatten wir ja schon. Habe ich auch schon mitbekommen, ja. Dann haben sie aber immer noch die Möglichkeit, diese Lizenz vorzuzeigen und die ist natürlich halt dann auch rechtswirksam und wenn dagegen dann vorgegangen wird, dann haben sie auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundlage zum Klagen. Gut. Ja. Können wir denn, wenn wir jetzt sagen, okay, dann kriegen wir diese Lizenz so für unser Haus und Hof. Mhm. Wie sieht's aus mit zwei Waffenscheinen wenigstens hier für Pumuckl-Geschehen und für mich? Weil das Ding ist, dadurch, dass unser Chefchen natürlich auch mal ein bisschen mehr zu tun hat und dann nicht immer da ist, der ist ja geschäftlich viel unterwegs, sind wir die Köpfe, die hier immer hingehalten werden, verstehen Sie? Also auf uns ist dann das Augenmerk. Und da würde ich mich schon sicherer fühlen, wenn ich außerhalb des Ladens auch für meinen Schutz sorgen kann, wenn Sie verstehen. Ja, verstehe ich grundsätzlich schon, aber es ist leider nicht so leicht. Erstens, da das Konzept des Waffenscheins noch nicht ausgearbeitet ist und ich da jetzt vorerst niemanden einfach so einen Waffenschein geben kann. Und zweitens, weil man dafür auch erstmal eine bestimmte Ausbildung absolviert haben muss. Ich habe eine Frage. Ich war ja aber früher bei der Polizei. Ja. Ist das nicht so möglich, dass ich so ein vorläufigen Wisch herstellen können für, sagen wir mal, amtlich, für Mitarbeiter vom Titi-Twister, sagen wir mal, für uns drei hier. Wenn wir im Dienst sind, so wie das ja bei den Cops auch geregelt ist, wenn die im Dienst sind, haben die diese Waffe zu führen und dürfen sie auch führen. Wenn sie nicht sind, müssen sie die ablegen. Ich würde einfach schon, das ist ein Wisch, der geht in 5 Minuten, da setzen sie ihren Hans Hermann drunter und schon ist die Geschichte erledigt. Und schon haben wir ja die Bürokratie wunderbar überschritten. Ich würde das tatsächlich auch als in die Wachschutzlizenz reinschreiben. Und ich persönlich denke, es tatsächlich wäre es klüger, wenn sie dann jeweils auch Wachbedienste bei sich haben, die auf sie aufpassen. Ich kenne mich jetzt nicht so mega gut in ihrem Etablissement aus, aber... Es geht ja nicht um den Wachdienst, es geht darum, wir haben hier einen Laden, ich bin für die Sicherheit hier zuständig, Playboy und der Herr von Kreuzberg sind hier, um den Laden zu schmeißen, wenn Herr Schaf nicht da ist. Und wir können hier nicht für die Sicherheit sorgen, wenn ich hier mit einem Plastikknüppel durch die Gegend laufe und die Gangs draußen mit ihren Helikoptern hier landen und rumballern und bis zum geht nicht mehr. Da kann ich auch gleich mit einer Zacke rumlaufen. Ja, aber das auch Thema nicht. Haben wir ja jetzt doch gerade ausgehandelt, oder nicht? Ja, aber es ist ja kein guter Punkt, auf den wir uns geeinigt haben. Entweder, ist eine ganz einfache Sache, also hört sich jetzt nicht doof, also soll kein Disrespekt sein. Entweder sie bieten uns eine anständige Lösung an. Die Lösung ist nicht, dass zwei von uns High-Hop-Highs mit einer Waffe rumlaufen können und 9 Stück auch mit einem Gummipimmel den Leuten einen auf den Pilz. Sie haben es ja gar nicht mitbekommen, worauf wir uns gerade geeinigt haben. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir machen vorübergehend 4 Personen und schauen dann erstmal, wie das Ganze funktioniert, ob das ausgenutzt wird oder nicht. Sollte es besser laufen, kann man sich auf jeden Fall in 1 oder 2 Wochen nochmal darauf einlegen, dass man das erhöht, diese Anzahl. Ja, aber es bringt uns doch nichts.
nicht böse gemeint, Herr Bundeskanzler, aber es bringt uns doch nichts. Wir sind 10 Security-Mitarbeiter. Was bringt es mir, wenn 4 davon die Erlaubnis haben, eine Waffe zu benutzen? Dann sind nicht benutzen. Die dürfen sie an der Hand haben und sie können immer noch Waffen eingelagert haben, welche zur Not dann auch von den anderen Bediensteten dann verwendet werden dürfen, aber nur im Verteidigungsfall. Wie, die dürfen die nicht benutzen? Aber dürfen die benutzen im Verteidigungsfall. Ja, das meine ich ja. 4 Stück dürfen die auf der Hand tragen. Mhm. Ja, was sollen denn die anderen 6 machen? Und die anderen 6 können ihre Waffen zur Not auslagern. Also dürfen die anderen 6 die Waffen auch benutzen? Also alle dürfen sie benutzen? Hab ich ja gerade so gesagt. Also wenn es darum geht, dass man wirklich in diese Lage kommt und angegriffen wird, dann darf jeder sie benutzen, um sich zu verteidigen. Also draußen werden Leute von uns erschossen, dann muss derjenige erstmal reinlaufen und sich eine Waffe holen, weil er sie nicht dauerhaft, alle 10 Leute dürfen dauerhaft eine Waffe haben. Erstmal wäre es mal ein Angebot, euch geben. Ja, das ist doch. Doch, egal. Das ist doch gut. Nein, das ist. Aber es ist doch besser, als keine Waffe tragen zu dürfen, oder? Ist doch gut. Ja, das ist doch 4-mal besser. Aber ich meine, da sind. Bei einem Angriff hat man doch nicht die Zeit reinzulaufen, die Waffen auszulagern. Ja, aber die Polizei weiß. Egal, Olaf, das ist doch gut. Ja, wir kitzeln einfach unsere Gegner zu Tode. Alles gut. Herr Kanzler, ich habe mal eine Frage. Ja? Die wollen doch Kohle von uns. So. Die wollen keine hier, Kohle. Vaterstaat, nee, Staat Vaterstaat Kohle, will ja. Steuern von uns, Kohle. So, ja. Wir sind hier ein florierendes Geschäft, machen Kohle. Sie verdienen da mit dran, und zwar nicht wenig. Und dann kriegen wir das noch nicht mal hin, dass wir auf einem ganz kleinen bürokratischen Weg so ein paar Wische ausfüllen, wo drauf steht, Mitarbeiter vom Titi Twister, die im Bereich Sicherheit zuständig sind oder in der Führung, können während des Dienstes eine Waffe tragen, müssen sie aber nach dem Dienst ablegen. Das ist so schwer. Obwohl wir hier Kohle für Sie verdienen, wo Sie mit dran verdienen. Das ist wie, als wenn, keine Ahnung was, bei Ihnen Justiz ein Tresor steht und Sie Ihren Mitarbeitern von der Justiz nicht erlauben, dass sie Waffen tragen, um diesen Tresor zu schützen. Herr Kanzler, ich bitte Sie, aber kriegen wir da wohl hin. Wenn Sie möchten, setze ich den Wisch noch auf. Da brauchen Sie nur noch Ihren Stempel drunter setzen und einmal Hans Josef und gut ist die Geschichte. Mhm. Da kriegen wir doch hin, oder nicht? Ich mag ihn in Lahn auf jeden Fall. Oh. Sehr überzeugend klingen sie. Mag ich. Ja. Ich bewege mich mal ein paar Meterchen. Wo ist denn der Kollege? Ja, deswegen bewege ich mich mal ein paar Meterchen. Bewegt euch mal, Männer. Ja, ich habe mich hier bewegt, alles gut. Ja. Nur Playboy, du noch. Ja, hab ich glaube ich. Es ist alles nicht so leicht, wie es jetzt gesprochen ist. Na, das können Sie sich vorstellen. Sie sind der Bundeskanzler. Sie können hier alles machen. Ich kann vieles machen, das stimmt, aber ich bin auch längst nicht die Person, die einfach alles über andere Köpfe hinweg entscheidet. Das ist nicht mein Führungsstil. 25% Glücksspielsteuer finde ich aber auch ziemlich happig. Das ist aber das zeitgenaues Casino, das Zeitcasino. Naja, genauso. Aber wir sind ja kein Casino, verstehen Sie? Ja, aber wenn Sie hier ein legales Glücksspiel betreiben wollen, was Ihrem Geschäft, denke ich mal, absolut zugute kommt, dann... Was halten Sie von 5%? Finde ich, klingt sehr fair, ja. Und sie kriegen immer einen Lapdance für umsonst von unserer besten Tänzerin, die heißt Yappi. Tut mir leid. Und freier Eintritt. Kennt sie Yappi? Die Legende. Yappi ist eine Süße, das stimmt, ja. Die haben wir. Wenn sie wollen, können sie auch jetzt einen Lapdance bekommen von denen. Wäre ich aber schwach. Wir haben sogar sehr viele von denen. Nee, also 25%, das ist fest. Da lässt leider nicht viel drin rütteln. Sie können bei Yappi dann rütteln. Aber also unabhängig dessen, mache ich mir nochmal Gedanken darüber, dass man das hier bei Ihnen so einführen kann oder generell in ganz Dortmund das Unternehmen mit voller Mannstärke sich verteidigen darf, soweit es wirklich notwendig ist. Wenn es möglich ist, dass man sich hier drin einsperrt soweit und dann die Polizei ruft, dann sollte man natürlich diese Variante wählen, weil wir sind hier, das ist hier kein Staat, in dem man Selbstjustiz anwendet, sondern wirklich, es geht hier nur um reine Selbstverteidigung. Na klar, also wir haben ja gar keinen Grund, irgendwen anzugreifen, aber... Jungs, erklär das mal, ich muss mich nochmal kurz wegen dem Auto gucken, entschuldigen Sie. Oh, guck mal, Massimo. Ronaldinho. Ronaldinho, da ist er doch. Oh, Maria, oh, wow. Oh, so viel Gelaber immer länger. Die Jungs lösen das schon gut. Also Jungs, ich sage ganz ehrlich, der Bundeskanzler schiebt übelst den Sammelflash. Ich glaube, der hat ein paar Hanfcookies. Ja, der hat ein paar Hanfcookies gegessen, Leute. Das schiebt übrigens den Sammelflash, Mann. Aber geht's um Steuern oder geht's um Ihren Haftbefehl? Ja, auch Steuern. Ich habe keinen Haftbefehl. Ja.
Ja, das wurde aufgehoben, wurde mir gefahren. Ja, ich glaube auch. Ja, also die ihre Fahndung sollte erledigt sein, deswegen bohren wir da auch nicht mehr weiter nach. Ja, ja. Wir hatten nur 3 kurze Punkte, wir wollten sie auch nicht lange stören. Ja, ja, kurz ist immer gut. Die erste Sache ist nämlich das Unangenehmste. Das Thema Steuern wollten wir ansprechen. Wir wussten gar nicht, dass der Bundeskanzler hier hinkommt mit dem Justizminister. Mhm. Ich wollte Sie nur warnen, dass das Thema auf Sie zukommt. Dass das jetzt so schnell geht, war mir auch nicht bewusst. Der Schwanz aber, wird 25% haben. Was ist das? Ja. Und das Problem ist ja noch, wir waren ja auch schon mal in Ihrem Keller. Mhm. Dafür gibt es ja auch keine schriftliche Lizenz. Und da sehe ich Probleme in Zukunft auf Sie zukommen. Und ich glaube, Sie brauchen auch unsere Hilfe. Geldwäsche und so. Kurz nochmal für mich, mit wem haben wir es jetzt zu tun? Nein, allein eine Glücksspiellizenz haben sie ja nicht. Ja, die hat er uns gerade angeboten zu kaufen für 10 Millionen einmalig. Okay, also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es machen. Ja, ja, das ist auch ein fairer Deal. Ja, weil, ja. Weil gerade im Gesetz hier in Dortmund steht ja ausdrücklich, dass nur das Casino oben, das Diamond Casino, Glücksspiel erlaubt ist. Ja, das verstehe ich, ja. Ja, okay. Ich frage, mit wem haben wir es hier zu tun? Mit dem Besitzer Olaf Schaff. Ah, ich grüße Sie, Herr Schaff. Oh mein. Ich bin Savo Henny. Wie was? Ich bin Savo Henny. Savo Henny? Genau. Ah, ja, der gehört zu unserer Kanzlei. Aha, ist sehr erfreut. Ja. Die Sache, okay, Steuern habe ich jetzt angesprochen. Herr Friese hat noch zum Thema Waffenscheine was, weil wir hatten mit Herrn Reinickendorf und Herrn... Stellen Sie sich am besten unten zu Jungs, weil die ganzen Punkte bereden die gerade. Okay. Ja, okay, alles klar. Ich leite Sie einmal runter. Weil wir wollen Ihnen auch keine Kopfschmerzen. Nee, aber es ist dann wichtig auch, dass Sie... Dann muss ich Ihnen die ganze Scheiße nochmal alles einzeln erklären. Okay. Sie hat noch ein bisschen mit Trinkgeld und so Geld, also... Die leben so, das sind ja unsere Rechtsanwälte, die hören einmal stillschweigend zu und wenn die irgendwelche Sachen haben, springen die da nochmal mit ein, weil alle Punkte, die die Jungs mit uns gerade besprechen wollten, werden hier eigentlich gerade besprochen. Waffenschein, ja. Glücksspiellizenz, Steuern. Ich habe mit den Männern auch schon drüber gesprochen. Ah, alles klar, super. Ich muss mal kurz wegen meinem Auto mich draußen kümmern, einen Augenblick. Juti, alles klar. Jo, ist er da oder was? Jo, Herr Schaff, ich habe ihm einen Whisky angeboten, der meinte, er ist im Keller, er wollte ein bisschen was sein Glück versuchen. Ach so, der mit dem Auto, oder was? Genau, soll ich ihn hochholen? Ja, bitte, bitte, ich warte draußen. Alles klar. Ui. Oha, Digga. Oha, Digga. Uff. Hui. Hui, 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 hui. Der sieht schön aus. Kai, Digga. Ich danke dir, Lee Fuchs, für die gegifteten Subskuss. Moin, Herr Schaf. Jo. Wollen wir ein kleines Spritz zu machen? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nö. Ich glaube, Polizist sind Sie, ne? Ja, ich bin Franklin. Sie kennen mich schon. Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Mit Namen heißt nicht so. Ich bin der, der es immer stets gut mit Ihnen meint. Ja. Ja, wenn es geht, dann versuche ich eigentlich immer, tatsächlich glaube ich, würde ich sagen, bin ich einer der korrektesten Cops. Also ich habe natürlich auch gewisse Sachen, an die ich mich halten muss. Wir haben ja aber letztes Mal hinterrücks mal einen Handschellen angelegt, oder? Ich habe noch niemanden hinterrücks Handschellen angelegt. Na ja, gut, okay. Alles gut. Dann setzen Sie sich mal auf den Fahrersitz. Bevor ich mich reinsetze, wie ist der Sound? Ja. Ich würde sagen, gut. Atemberaubend gut oder durchschnittlich gut?
Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich den so zwischen 7 und 8 ansiedeln. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie lange haben Sie den Wagen schon? Hallo? So. Ja, wie lange haben Sie den Wagen? Ja, jetzt höre ich Sie. Dort, ja, T-Funk, Sie kennen das ja. Ja. Wie lange haben Sie den Wagen schon? Noch nicht so lange. Haben Sie den jemand anderen abgekauft, oder? Ja, so in etwa, ja. Also eher so auf Tausch, man tauscht halt hin und her, das ist wie Pokémon-Karten. Was fährt der Spitze? 450, 500, also mit Bodenwellen 500. Schöne Sachen bei dem sind, er kann dreckig werden. Also das Auto werden sie niemals waschen müssen. Aha. Und die Scheiben sind unzerstörbar, also nicht kugelsicher, aber unzerstörbar. Oh mein Gott! Und das kann er auch, richtig. Und das Schöne an den Scheiben ist, weil sie nicht zerstörbar sind, ja, dass man sie halt nicht sehen kann. Die sind quasi immer, also ich meine, sie sind ja schon bekannt hier in der Stadt und niemand sieht, wer in dem Auto sitzt. Macht die niemand von der Security bitte auf? Sie können also auch die Waffe einfach raushalten und ja, die Scheibe platzt nicht. Ah, ich verstehe, ja. Ist einer von euch oben? Und ich glaube, das Ding müssen sie auf dem Highway testen. Wo bist du? Ich mach grad Spritztour, einen Augenblick. Ich will auch mal Spritztour mit meinem Mann, der ist cooler. Lindfisch, wer ist da drin? Verpiss dich, du Wichser! Halt's Maul, du Kleiner! Verpiss dich, komm du raus. Wichser! Fick dich gleich! Komm doch rein! Kann ich mal Auto fahren hier? Auf Platz! Frauen wieder! Und das ist halt ein Auto, das an Wert immer, also es wird immer teurer werden, weil diese Autos, so wie er ist, immer seltener werden. Und was willst du denn dafür haben? Boah! Komm, wir gehen mal zur Seite. Also, sagen wir mal so. Ich könnte dafür locker 60 kriegen und würde Ihnen den für 50 geben. Müssen Sie eine Nacht drüber schlafen. Ist nicht, was Sie jetzt. Also, ich habe jetzt auch nicht vor, den sofort weiter abzugeben oder so. Aber, wenn Sie daran Interesse haben, ich habe Sie mit der Murkskiste vorhin gesehen und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht habe ich was, was interessant für Sie ist. Ja, das war, ich habe also. aber, ist für Sie auch ein Tausch interessant? Also, plus Bargeld? Kommt drauf an, was Sie so am Start haben. Ne? Oh, ich muss mal kurz gucken. Einen Augenblick, kommen Sie mal mit. Also was ich Ihnen direkt schon mal sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich in Zukunft öfter mal tauschen werden, weil ich in den nächsten Wochen mehrere schöne Imports reinkriegen werde. Also wirklich interessante Autos. Ich bin halt so jemand, der eher so Autos mag, die nicht jeder fährt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich arbeite noch an einem anderen Projekt. Das könnte eventuell auch für Sie interessant sein, aber da reden wir eher von einem Bereich, was Geld angeht, 200, 250 Millionen. Mhm, oha. Denn das ist etwas, wenn ich das realisiert kriege, dann, ich weiß nicht, ob Sie so alte... Olafchen, bist du da? Ja, ja. Ich sag mal so. Einen Moment. Ich sag mal so, mein Besterchen. Ich habe runterverhandelt auf 19% gesamt. Und eine Nachtbedecktzeit. Die haben ja auch gesagt, das hat hier keiner. Ja, ich komme gleich zu euch. Ich mach hier einmal ganz. Mach mal ganz in Ruhe. Was ist denn hier mit den ganzen Autos? Warum ist das hier so? Ja, weiß ich auch nicht. Müsste man eigentlich mal einen Benzinkanister nehmen und aufräumen, oder? Haben Sie auch Interesse an Motorrad?
Sie meinen Ihre Ninja? Ninja oder die BMW S 1000? Kann man auf jeden Fall darüber unterhalten, ja. Also, ich würde jetzt mal vorschlagen, beispielsweise die S 1000. Also die Ninja will ich nicht gerne verkaufen. Die S 1000 wäre eine Maschine, von der ich mich verabschieden würde. Die sehe ich aktuell so erst schwierig, ne? Aber die würde ich auch schon so bei 20, 25 sehen. Ja. Oh, dann könnte man die tauschen und noch 25 Millionen Cash. Und dann hätte man Cash und Tausch, also Tauschgeschäft mit Cash und Fahrzeugen. Ja, könnte man sich auf jeden Fall mal darüber unterhalten, ja. Also, was hatten Sie jetzt gesagt? Die S1000 und? Die S1000 und die 25 Millionen. Ja. Ja, würde ich auch eine Nacht drüber schlafen. Ja, ich würde das jetzt gerne machen. Ich bin jemand, der gerne alles sofort erledigt. Ich erkläre, warum ich das nicht sofort immer mache. Mhm. Also bei Fahrzeugwerten, zum Beispiel bei einer S1000, ich habe da so ein, zwei Anlaufstellen, unterhalte ich mich immer gerne mit, zeige auch so Maschinen, also fahre gerne mal mit einem Zweitschlüssel rum und ich muss immer direkt gucken, ob ich sowas was weiterkriege, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Wir können auch direkt den Deal machen, ich gebe 50 Millionen, gut. Ja, können wir auch machen. Dann müssen Sie mich noch mal eben kurz telefonieren lassen. Ja, alles klar. Dann bin ich selber kurz auch im Kopf für einen Augenblick. Ja, alles gut. Sie haben auch, glaube ich, drinnen noch ein bisschen was zu regeln. Ja, ne? Ja, alles gut. Bis gleich. Okay, perfekt. Das ist der Wagen. Wollt ihr mal eine Runde mitfahren? Ja, noch nicht, aber es sieht. Der ist schon. Ja. Hallo? Ja, ich spreche. Moment.
Wo ist er denn? Ich warte ganz kurz mal. Schön eingeschissen. Nee, Digga. Ich war kurz pissen, wenn nicht. Auf ganz entspannt. Wir warten jetzt kurz, bis er wieder da ist. Und gut. Links. Nein, Margaret und Sibylle. Ich frage dich, ob sie Geisel sein wollen. Moment. Geisel? Wo bist du damit? Typ mit dem Auto. Aber das sind noch Geiseln, oder nicht? Ja. Formt die Tüster, haben wir doch auch mit Playboy. Jo, wo ist denn der Typ mit dem Audi hin, Mann? Playboy, der ist weggefahren. Den suchst du? Das hat man nicht richtig verstanden. Okay, danke dir. Der ist weggefahren, ich weiß nicht, wohin. Alles klar. Aber, Playboy, wir haben was verstanden. Eine Minute da. Es geht noch was, du alter Hoden-Kobold, Mann. Ah, oh, hi, Olaf, du bist ja wach. Ja, was geht? Ja, ich hab hier gerade ein Krisenmeeting mit Onkel. Passt auf euch auf, Alter. Warum? Ja, gibt so ein paar familiäre Probleme. Ja, weil, also, Onkel scheint unter viel Stress zu stehen, wegen der Arbeit wohl. Aha. Und deswegen, also verkümmern andere Sachen, so weißt du, Olaf? Verkümmern andere Sachen, ja. Ich für deine Scheiße, dass ich für deine Scheiße, die du fabrizierst, gerade stehe. Die verkümmern, genau. Was soll da? Ey, okay, ich geb mir Nee, du musst auch mal einfach mal die Idee, du vercheckst es auch nicht. Weißt du, alle reden dir in den Mund rein, alle stecken dir noch ein bisschen mehr Zucker in den Arsch rein. Das geht nicht mehr, Norbert. Du musst einfach auch mal die Wahrheit vertragen. Und die Wahrheit ist, dass du nur Scheiße baust und jeden in deine Scheiße mit reinziehst und im Endeffekt nur an deinen eigenen Arsch denkst. Das ist die Wahrheit, ja? Olaf, weißt du, was das Problem ist? Was denn? In seiner Freizeit hängt Onkel nur an den scheiß Titten und den Ärschen von den scheiß Titty Twister Mitarbeitern, anstatt sich mal um seine Familie zu kümmern. Und ja, das genau. Sagen alle und nicht nur ich. Ja, und wenn ich mit einer Ollen ein bisschen Vergnügen habe oder Spaß habe, auf welcher Form auch immer, ja, heißt das nicht sofort, dass ich hier mit irgendeiner rumknacker. Wann hast du das letzte Mal was mit der Familie gemacht, Onkel? Ja, vor ein paar Tagen mit dir zusammen. Mit dir, Tessa und Peggy. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, gar nicht so lange her. Das ist wie eine Ewigkeit, kommt mir das her. Jeden Tag bin ich mit der Familie unterwegs. Und du lässt dich nicht einmal blicken, Onkel. Nie bist du da. Und jetzt auch noch versuche ich vor Olaf gerade irgendwie das höflich auszudrücken und du fällst mir hier ey Olaf, der glaubt einen Polizisten einen Bundeswehrler glaubt er mehr als Norbert. Ja, weil der Polizist Olaf Toast heißt und der Bundeswehrler Hort und die beide neben dir standen und Herr Olaf Toast das so haargenau detailliert mir erklärt hat, mit deiner Telefonnummer, mit deinem Aussehen, mit deiner Handlung, Junge. Ja, jetzt kommst du wenigstens mit Namen raus. Komm mal Olaf runter, Toast war der. Ja? Nee, komm mal Olaf, runter von deinem Rohnhaus, Junge. Nee, Olaf Toast war der, nämlich dem ich gedroht habe. Und das Erste, was er macht, ist dir irgendein Schmein erzählen. Oh, du glaubst ihm einfach. Olaf Toast erzählt Schmarrn. Ja. Dass du gegen den Club hier irgendwelche Fakten ermitteln willst, um das an die Presse weiterzugeben, damit wir einen Scheißruf kriegen? Das willst du mir erzählen, dass Olaf Toast das glaubst macht? Du. Olaf das Toast glaubst würde du. Das machen? Du glaubst, dass ich das machen würde, ja? Und Olaf Toast würde das machen? Natürlich würde er das machen. Ich habe ihn gedroht, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Du hast gedroht, Olaf Toast seine Karriere. Sag mal, wer bist du denn? Aber Kalle, meinst du nicht letztens, dass du auf Norbert scheißt? Ja, im Endeffekt scheiße ich auch auf ihn. Ja, fertig. Hör auf rumzuholen. Der zieht die Leute nur in die Scheiße. Und sein Vater ist nicht mal da, um sich mal ein bisschen um den zu kümmern. Seine Mutter, die hurt auch durch die Stadt rum. Anstatt sich um den zu kümmern. Bin ich hier der Einzige oder was? Ist doch das Gleiche. Lässt mich von so einem kleinen Kind hier verarschen oder was? Ja, das war der Falsche. Norbert war wieder voll auf Krawall. Also sag mal, habt ihr euch nicht bei vertragen? Oder? Was ist denn hier schon wieder los? Hey!
Ja. Geflogen ist. Jo, alles gut, Mann. Warte, ich helfe dir kurz. Olaf, hier ist Sibylle, der Blanco von Artisch, der möchte gerne mit dir sprechen, der steht hier am Tor. Falls du gleich Zeit hast. Oh. Er kann auch mit uns reden. Olaf hat manchmal nicht so viel Zeit. Huch. Kalle, Norbert ist gerade gestorben. Der war nicht angeschnallt. Ach du meine Güte. Plattenreifen? Ich hab doch keinen Plattenreifen, ist alles gut. Naja, ich rufe mal einen Krankenwagen. Olaf, kann der Luca Blanco unten spielen gehen oder haben wir für heute geschlossen? Wenn er genug Cash dabei hat, kann er spielen. Wenn der Typ mit dem Audi wiederkommt, sagt man bitte Bescheid, ne? Ja, keine Ahnung, Mann. Das war echt, also, Norbert, du solltest doch wissen. Anschneiden. Ah ja, perfekt. Ja, keine Ahnung, Mann. Dann warte ich hier. Mach ich ein bisschen. Yo, Mann! Was war das denn? Warum stehen hier zwei Autos mit uns auf der Straße? Ich sehe nur ein Auto auf der Straße. Ich zwei, hier steht eins hier. Eins habe ich komplett weggeschippert. Ey, yo, Mann! Du darfst doch aber nur Moped 25er fahren, oder? Was soll denn das jetzt heißen?
Hast du noch Bock auf eine Runde Fortnite später? Das ist jetzt aber sehr frech. Oh, ich schreibe mal ein Dispatch. Ich habe schon Dispatch für den Kollegen hier am Boden geschrieben, aber doppelt hält besser vielleicht. Gehörst du zu einer Fraktion oder was? Nee, aktuell noch nicht. Ah, okay. Hier gibt's auch um die Ecke, die ist da ganz hinten. Das ist so ein kleines Gebäude, das nennt sich die Teletubby-Fraktion. Da würde ich dich sehen. Da würde ich mich gar nicht sehen. Nee, ich habe mal auch nur Spaß. Hast du Dispatch geschrieben? Ja. Okay. Ja, du kannst ruhig weiterfahren. Ich warte hier mit Norbert zusammen. Ja. Ich würde euch empfehlen, die Autos ein bisschen beiseite zu machen. Die sind kaputt. Kann ich nichts machen, ja, weißt du? Man kann der nicht mehr schieben. Ja, voll Dulli. Jo, bis später in Fortnite, Digga. Ja, Also, warum jetzt hier auch nicht mal in den Krankenwagen kommt, das verstehe ich auch nicht, Mann. Werden doch nichts zu tun haben, Mann. Was soll denn die Kacke jetzt hier schon wieder, Mann? Ey, oh, warum funktioniert mein scheiß Handy nicht, Mann? Oh. Der Kollege war nicht angeschnallt und ist hier ein bisschen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hat sich gedreht und ist aus dem Auto geflogen. Mhm. Ich bin ganz kurz im Kopf, Herr Rettungssanitäter. Alles gut. Sohn hat es leider nicht geschafft. Zu starke Verletzungen an Arm und Bein. Der hat es nicht geschafft? Nee, hat er leider nicht. Oh, okay. Zu starke Verletzungen. Ja, danke schön. Guten Tag noch. Gleichfalls. Motiviert er hier mit seiner Sirene durch die Gegend fährt. Was ist denn jetzt mit dem Typen mit dem Audi, Digga? Ich verstehe nicht, Alter. Was soll denn die Scheiße? Welche Politik fährt er denn, Mann? Norbert ist gestorben. Wach. Norbert ist gestorben. Nee. Doch, er hat Olaf gerade gesagt. Er ist im Krankenhaus. Hi, Chef. Hallo. Im Krankenhaus? Ja, der, ich habe ihn verfolgt. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ich bin Bauchredner geworden. Korrekt, Digga. Du hast das richtig drauf. Ja, ich hab ihn. Mit diesen Puppen, wo er unten in die Arsch reingreift. Kennst du die? Ja, bisher kriege ich aber noch kein anderes Tönchen raus. Digga, willst du deinen Mann vielleicht abholen oder sagst du dir Scheiß drauf? Wir fahren ja, Olaf, der kommt gleich, ja, mit dem RS7. Bist du dir sicher? Er hat gesagt, er kommt gleich.
Ach so, okay. Ja, ja, hätte gesagt. Ja, das. Ich glaube, ich gehe den abholen. Da ist er doch. Nee, das ist er nicht. Nee, ich meinte Ding. Wer? Norbert. Norbert. Sag mal, wie. Also. Komm, wir zeigen mal alle hin. Wie bist du? Mensch, Norbert! Ja? Was machst du denn für Sachen? Ja, ja, Norbert, wie bist du durchgekommen, Alter? Was macht ihr gerade? Was ist passiert? Du hattest einen Autounfall. Ich einen Autounfall? Ich bin doch so ein guter Fahrer. Was ist denn passiert? Du bist nicht angeschnallt gewesen, bist aus dem Auto geflogen. Das klingt doch nicht. Gott, das schon wieder. Das klingt ja gar nicht nach Norbert. Doch. Verdammt nach Norbert. Wie du immer hier reinfährst, Alter, das ist Norbert plus 1. Also, ich sag mal so, das ist eine Selbstwahrnehmung, die ist von einem anderen Stern, also. Na, okay, also. So muss das gewesen sein, wenn ihr das erzählt, ja? Nee, ich lüge dir nicht an. Wir haben ein kleines Rennen gemacht, ich habe dich ein bisschen gerammt und dann bist du gegen eine Mauer geditscht und dann bist du rausgeflogen. Ja, okay, so war das. Ja, ja, so war das. Ja. Bist du angepisst, Norbert? Nein, Olaf, ich hab dich doch lieb. Ich hab dich auch lieb. Oh. Oha. Hey, Olaf. Ja? Ich hab meiner Peggy ein Haus gekauft. Oha. Oh. Ja? Sag mir jetzt nicht, du hast das von Gomez gekauft. Wieso? Hat der ein cooles Haus? Ach so, nee, das wollte ich nämlich kaufen. Nee, ich hab eins gekauft am Mirror Park. Läuft bei dir, Norbert, Digga. Norbert, und bei mir läuft er. Oha, Digga. Ich meine, von mir Geld, ne? Ich hab mein Porsche für Peggy verkauft. Gemachter Mann bist du mittlerweile, oder was? Ja, ich musste Prioritäten setzen und ich hab mein Porsche verkauft, ja. Dein Porsche hast du verkauft? Und ich pass auf die Kohle auf. Der Porsche ist doch 20.000 wert, Alter, der hässlichste Ding. Ja, fast. Plus 11 Millionen. Und ja. Was war denn das für ein Porsche? Taycan Turbo S, ja. Mit einem Chip oder was? Ja, aber nur Einsatzchip, ja. Schmutz. Alter, 10 Millionen für Einsatzchip. Ich hab mir zwei neue bestellt. Olaf? Mhm. Was willst du für deinen 560er SEC haben? Wie viel hast du auf deinem Konto? 20 Millionen. Der Wagen ist so geil. Soll ich den nochmal? Ich hol den nochmal raus, warte. Wie viel hast du auf dein Konto? Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Ansichten. Ach, dit Ding! Oh, geil. Ja. Oh mein Gott, Baby. Einfach Man in Black, Alter. Und soll ich dir mal was sagen, Kalle? Was denn? Der kriegt den ganz lauten Sound. Nein, Baby, ja, wirklich? Ja. Boah, was? Welcher Sound? My Glory im ja. Alter. Den wir letztens Probe gefahren hatten. Aber den willst du wahrscheinlich behalten, oder? Hört ihr uns, Jungs? Warte mal. Was ist denn los hier, Mann? Dumme ja, servus, du. Unser Chef ist drin, Mann. Wir müssen zu ihm rein. Ja, das ist ja schön. Wer seid ihr? Ja, wir sind von der Artisch. Der Blanco, der ist bei euch. Und wir wollten fragen, ob wir auch runter können. Wollt ihr ihm das Händchen halten oder wollt ihr spielen unten? Ich will ein bisschen seinen Schoß streicheln, damit er Glück hat. Dankeschön. Wir müssen die Sucht befriedigen, du weißt. Ja, alles gut. Wo ist denn der Typ jetzt mit dem Audi, Mann? Das nervt mich übelst, ey. Warte, ich ruf ihn an. Hab's dann nochmal. Oh mein Gott, Baby. Der gefällt dir, der 560er? Oh mein Gott. Geile Karre. Genau mein Ding. Aber ich sag's dir, Kalle. Wie von meinem Kollegen. Geh mal raus. Ich zeig dir nochmal was der hat. Warte, wie war denn das nochmal? Guck mal. Oh mein Gott. Oh, nice. Ja, die gehen nur nicht noch wieder hoch. Doch, die gehen hoch. Ich habe das letzte Mal hinbekommen. Aber ein bisschen mit Tricks. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Ja, hier, siehst du? Ah. Geil. Alter. Oh mein Gott. Wie viel ist Kalle? Ein Traum auf vier Räder.
Hm. Als Olaf mir das das erste Mal gezeigt hat, habe ich auch ein Auge drauf geworfen. Ein schönes Auto. Aber Kalle, ich denke nicht, dass ich den verkaufen werde. Zumindest, also ja, zumindest nicht für 20 den Millionen oder so. Importieren lassen. Na. Ah, und der wird den du musst aussteigen, man hört dich nicht. Der wird den ganz, ganz lauten Sound bekommen, diesen ultra krassen Sound, Digga. Ja, den habe ich heute auch gehört bei so einem Brabus. Ja, ja, genau, den wird er bekommen. Oh mein Gott. Aber den kannst du da bestimmt mal ausleihen, oder so? Also, das Ding ist besser als Sex, ich sag's euch. Zwei Schlüssel. Also du brauchst halt auch mal wieder Sex. Du kannst doch ja nicht mehr wissen, ob das besser als Sex ist. Was soll das denn heißen? Naja, sag mal, Alter, Mandy hat dich nicht rangelassen und jetzt liegst du auch gerade wie ein Fisch auf einem Brocken. Nee, hat er nicht mit Mandy nicht ranlassen zu, ich habe mich von ihr getrennt. Naja, ich verstehe auch warum, aber jetzt du musst doch trotzdem mal wieder das Sexchen gekitzelt bekommen. Ja, kriegen wir ja auch hin. Boxy haben wir. Schönen guten Tag, Herr Schaff. Hm. Können wir uns kurz unterhalten in Ihrem Büro? Worum geht's? Ich wollte Ihnen ein wenig Feedback geben zu der Feier, die wir hatten. Sie waren ja nicht da. Geben Sie mal kurz eine Minute. Alles gut. Ja. Nee, ich bin Stripclub. Ich habe heute ein Auto gekauft. Ja. So ein ganz altes Plätzchen. Aber ich habe gerade momentan nicht so viel den Zeit. Den habe ich ihn komplett, aber so richtig geil im Pink habe ich den. Ich fülle mir gerade einen runter. Pass auf, so ein altes Schätzchen aus den 1890er Zeit. Hat der Audi-Typ sich nicht gemeldet oder was? Nee, ich habe gerade angerufen. Ah, der ist so ein abgehobener Mann. Wow, geil. Okay. Ah, okay. Kommen Sie mit in mein Büro. Gerne. Ich gehe jetzt mit den Jungs von Artisch kurz in mein Büro. Wenn der Audi-Chip sich gemeldet hat, sofort Bescheid sagen, bitte. Alles klar. Oh. Ich sehe schon, ist schon wieder ein bisschen umgebaut worden, oder? Täusche ich mich? Ja, ja. Die TVs hier? Oh, Entschuldigung. Alles gut, Mädels. Wir haben hier auch einen kleinen Special-Raum. Ui, sie war mit Sand. Ah, sind die verspiegelt von draußen, oder ja, was? Jo. Ja, super Sache, ey. Mhm. Na, kommt mit, Jungs. So, okay. Die Herren. Wo sind denn die anderen? Achso, da fehlt nur noch einer, okay. Ja, und zwar folgendes. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an das Gespräch, wir hatten ja das Etablissement für 2,5 Millionen gemietet, für zwei Stunden. Ja, ja, ja. Genau. Das haben wir auch so in Anspruch genommen, das war am 28. Und da wollte ich nur kurz ein bisschen Feedback geben. Ich denke, also jeder Inhaber möchte ein bisschen hören, wie das gelaufen ist. Gerne, ja. Soll jetzt auf jeden Fall nicht negativ sein und wir wollen auch nicht jetzt irgendwie schlecht reden, sondern eine Sache war ein bisschen doof. Wir waren halt hier und wir hatten ja auch einige Mädels erwartet. Ich weiß, es läuft hier nicht immer so, wie man es plant. Mhm. Wir hatten Peggy da, die war super, hat sich echt viel Mühe gegeben. Mhm. Und sonst war leider keiner da, außer ein, wie soll ich den nennen, Jungs? Ein Yappi war da. Geil, ist doch perfekt. Das war auch gut, also ich habe die auch in Anspruch genommen, aber ich meine, die war auch nach 20 Minuten weg. Mhm. Und ja, wir hatten halt leider nur eine Frau da und das war auch ein bisschen doof, weil vielleicht nächstes Mal dann vorher Bescheid sagen, wenn nur eine Frau da ist, dann würden wir das natürlich auch verstehen und dann auch verschieben den Termin. Ja, von der Organisation ist halt einfach schwierig mit den Mädels in der Stadt hier, ne? Ja, das aber ich verstehe also, das natürlich, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Was noch war, dass der DJ, der hat irgendwie eine Stunde Pause gemacht, da hatten wir einfach eine Stunde lang keine Musik. Hm. Und das war jetzt auch nicht so pralle. Aber sonst war alles in Ordnung, Getränke, Essen und unten sowieso Blackjack war auch top. Oh, Lori war Schätzchen übrigens, ne? Wer? Hm. Die Lori. Wer ist denn Lori? Mann, das war die Barfrau. Ach so, ja. Ja, die Barfrau, ja. Die war auch super. Also, das tut mir natürlich leid, sie waren jetzt auch die Ersten, die den Raum
privat, also das Ambiente privat gemietet haben. Insofern natürlich können da auch noch Fehler entstehen. Das haben wir nicht negativ genommen. Nee, alles gut. Nee, das freut mich auch zu hören. Aber vielleicht habt ihr irgendwann nochmal Lust, ein zweites Mal die Location zu mieten und dann werde ich mich persönlich darum kümmern, dass es besser läuft. Ich war ja auch in der Zeit nicht da. Ich werde das Feedback aber auch gerne weiterleiten und mit den Jungs mich nochmal kurz schließen. Gerne. Also, wie gesagt, deswegen stehen wir hier, ne, fürs nächste Mal, dass es dann noch besser laufen kann, weil wenn keiner was den Mund aufmacht, dann kann es noch nichts passieren. Ja, das verstehe ich natürlich, klar. Deswegen alles in Ordnung. Wir würden jetzt vielleicht, wenn es noch okay ist, ein bisschen unten spielen. Selbstverständlich, ja, kein Problem. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Ja, alles klar. Geht runter, ich bleibe kurz hier. Eine Sache hätte ich noch. Könnten Sie die Peggy ein bisschen mehr und besser bezahlen, weil sie hat wirklich einen super Job gemacht und hat sich um alle gekümmert. Das ist mir so ein bisschen Herzensangelegenheit, dass diese Frau weiterhin gut behandelt wird und vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommt. Hast du dich in die verliebt oder warum sagst du mir meine eigenen vier Wänden, ne? Wie ich meine Mitarbeiter zu bezahlen haben soll? Naja, ich wollte nur ein gutes Wort für sie einlegen, weil das eine Top-Frau ist. Ja, aber ich komme ja auch nicht bei euch aufs Grundstück und sage, wer bei euch eine Beförderung verdient und wer mehr Geld bekommen soll, oder? Natürlich nicht. Gut, okay. Nee, also, er hat nicht so gemeint, er meint nur, dass die Dame halt an dem Abend für alle getanzt hat. Ja. Und die einzige Frau war, das ist das Ding, und die hat sich Mühe gegeben. Alles gut, ich verstehe es natürlich. Alles gut, natürlich, selbstverständlich. Alles gut. Ich wünsche euch viel Spaß, unten geht runter, spielt und fühlt euch frei. Dankeschön. Danke für das nette Gespräch. Alles gut, kein Problem, gerne. So. Ihr kennt ja den Weg runter, ne? Ja, genau. Gut, dann viel Spaß euch. Oh, sorry. Baut mal den Raketenwerfer. Hey, was macht ihr gerade? Nee, Jungs, wir haben geschlossen, tut uns leid. Haben die geschlossen? Ja, wir haben geschlossen. Das wollen die denn? Wieso sind nicht da? Keine Ahnung, irgendein Jason und irgendein. Wer, wie heißt du, Anna? Gain, Headlock. Gain. Kennst du die, Olaf? Nein. Ich war heute den Morgen mit. Ja, kommt morgen Abend vorbei, wir haben morgen Abend offen, da könnt ihr mal eine richtige Party machen, Jungs. Okay? Yalla. Was so? Ja, yalla, Habibi. Aha! Komm rein! Das ist der Audi. Ja. Runtergehen? Was? Eingeschlafen oder was? Moin! Ja, noch ein paar Sachen klären. Man ist halt viel beschäftigt, ne? Ich hatte auch noch zwei andere Leute, die Interesse hatten, aber den habe ich jetzt eben abgesagt. Mhm. Und was machen wir jetzt? Cash. Gut, komm mit. Millionen hatten wir gesagt. Was geht ab, du Gesichtsgrieche? Ich glaube, die Zahl fängt mit einer 5 vorne an. 15.000? Ja, genau, Herr Schaaf. 15.000 waren es. Auf den Cent genau. Wie lange, Frigo? Nee, okay. Tatsächlich hatte ich. Wo lange gehen wir, Frigo? Ich gebe ihm, glaube ich, meine IBAN, oder? Nein, ich gebe ihm das Cash. Dann werde ich hier erstmal kaputt geboxt. So. Ich bin ja da. Timmy war dein Name, ne? Ja, richtig. So. Perfekt. So, wir gehen jetzt gleich einmal eben zum Fahrzeug. Ja, zahl das Geld erstmal ein. Genau, dann überschreibe ich Ihnen das und... Auf den Zweitschlüssel bitte. Ja, den brauchen Sie auch richtig, natürlich. Weil aktuell kann man nicht einpacken, dann brauchen Sie eine Sonnenwende. Ist das so? Ja, korrekt. Das neue System, also das neue... Also es ist ja, wer das sich ausgedacht hat wieder... Ja, wer wohl? Ja, egal. Ey Olaf, ich will dir gleich noch was zeigen. Ja, ich hab was zu tun gerade. Geh runter spielen oder was wollt ihr machen?
Nein, ich wollte dir was zeigen. Ja, keine, ich komm sofort. Keine Sorge. So. Ja, ja. Aber mein ganzes Geld ist weg, kann nicht mehr. Schönes Auto, ne? Der Laden. Ja, der ist ganz schön. Einfach ein einziges Stück als Ego-Shop. 1248. Was mit den Kennzeichen? Kann man die noch ändern oder was? Die kann man gerne abmachen, ja. Haben sie bekommen? Ne, ich habe nichts bekommen. Leerzeichen 1248. Ja, habe ich gemacht. Versuch du einmal bitte eben, Mikey? Ja, mach ich. Verstehe ich nicht. Also in den Wolken müsste das ja auch stehen, wenn es funktioniert hat. Ja, ja, der steht unten links an jetzt der Seite. Jetzt hat er einen bekommen. Ich? Ein Schaf, Sie haben jetzt einen bekommen, ja. Bei ja, versuchen Sie mal auf und abzuschließen. Ah ja. So, jetzt musst du noch überschreiben. Jetzt einmal, ja, ich muss einmal noch eben überschreiben, aber dafür muss ich glaube ich gar nicht drinnen sitzen. War das nochmal? Du musst dich reinsetzen. Ja, und dann? Dann machst du slash tausche Fahrzeug, ja, nochmal seine Hausnummer und dann das Kennzeichen vom Auto. Mhm. Also erst Hausnummer und dann Kennzeichen, immer Leerzeichen. Ja, korrekt, dazwischen. Immer mit Leerzeichen dazwischen. Mal eben auf Krampf als Kennzeichen raussuchen. Hey, hab ich. Moment, perfekt. ...1248 ist korrekt, ne? Ja, genau richtig, ja. So, schauen Sie jetzt mal eben. Müsste jetzt in den Wolken stehen, wenn du es überschrieben hast. Ja, ja, hat, passt alles, super. Alles da. Alles klar. Ja. Besondere Sachen daran, es wird nicht dreckig, ne? Und die Scheiben sind unzerstörbar. Ja, 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 ich weiß. Ich hab dem ganzen Futures alles schon erklärt. Okay, dann gehe ich den Wagen erstmal schick machen. Mein Kind. Alles klar, super. Viel Spaß damit und wollen Sie die Schilder noch abhaben? Was? Ob Sie die Schilder noch abhaben wollen? Welche Schilder? Dieses Chapina oder was? Ja, ja. Ist das BVW? Ist das der Spitzname? So heißt das Auto. Okay. Ja, ich guck mal. Alles gut. Okay, ja, okay. Easy. Gut, alles da. Lasst euch gut gehen, Jungs. Ja. Ganz kurz noch, geben Sie mir mal Ihre Nummer. Ich habe in der Zukunft auch noch weiter exklusive Fahrzeuge. Hm. Also auf jeden Fall Sachen, die Sie interessieren können. Ich werde Sie jetzt nicht jeden Tag voll spammen, aber ab und zu kann es mal sein, wenn ich da was Schönes am Haken habe, dass ich mal auf Sie zukomme. Ja, gerne. Wie war nochmal der Name? Timmy Franklin. Ne? Timmy Franklin, ja. Timmy. Polizei. Ja, sag mal die Nummer. Ja, ich gebe Ihnen, okay, gebe ich Ihnen einfach mal meine, dann schreiben Sie mir kurz bei WhatsApp. Vorwahl kennen Sie ja und dann 18975. 18975, ne? Was ist das? Ja. So Ingo-Zip oder so. Irgendwas Besonderes, besser als 13. Igor-Ship heißt das, Kevin. Ah, genau, Igor-Zip. Das Auto gibt es nur einmal im Start mit Igor-Ship. Ja. Ich Mille. Ja, und was hast du das jetzt? Was hast du keine Ahnung, wie viel ich gemacht habe. Hauen Sie mal eine WhatsApp raus, dann speichere ich sie direkt ein. Habe ich gemacht. Perfekt, angekommen. Gut, ich fahre mal zur Tuning-Werkstatt. Ja, aber Jungs, ciao. Ich bin mitgekommen. Vorsichtig fahren, ne? Ja, danke. Der kann nicht verdreckt. So schnell hat man Fahrgäste, mein bester Jin. Geil. Du hast einfach meinen allerersten Wagen einfach aufgetunt. Kann man hier durch? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ich mach zu. Gut. Uff. Und der fährt sich auch voll gut, gell? Der ist nicht nur schnell, der fährt sich auch gut, der lenkt auch gut. Ja. Mhm. Der ist ganz nice, das. Siri, ja. Wo ist das? Siri Tuning? Aber das Problem ist, nein, fahr nicht hin. Du hast jetzt das Auto kaputt gemacht. Du bist jetzt wieder. Wie, vorne der Kratzer oder was? Nee. Ja, das reicht schon, ja. Das reicht schon. Bist du dir sicher? Ach, du Scheiße. Ja, 100%.
Ja. Aber ihr habt Dave noch, ja, oder? Du musst Olaf gucken, er ist Fahrer. Lass mal gucken, ich glaube, es geht auch so. Auf hier die Möhre. Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Geht? Ja, boah. Ja, dann ist es die Karre, dann ist es die Karre. Bei mir ist ein Kratzer, ein Penislack und es ja, bei mir auch. Ich muss sagen, also so rein vom Facelift, Alter, ist das der schickste Audi, den ich bisher gesehen habe. Ja. Mach ihn einmal mal grün. Das Giftgrün, was ich immer mache. Ich will gucken, wie das aussieht. Du hast sowieso keine 16 mm, mein Besterchen. Ja, ich weiß. Das will einfach nur gucken. Oha, was ist das hier los, Alter? Du musst aufpassen, was du tust. Ja, der kann auch langsamer werden. Ja, alles gut. Ich gehe nur die einzelnen Angebote durch. Ja. Boah. Sieht aber schon echt brutal aus. Motortuning brauche ich nicht machen. Ich denke, ich werde nur die Farbe verändern, ne? Ja, nur die Farbe. Das sieht aus, als ob der bei Pimp My Ride war, Alter. Scheiße. Hallo? Oh, ja, was ist das? Alter, warum hat die da jetzt Audi auf einmal? Habe ich den Trend gesetzt? Hallo? Boah. Hallo? Das fährst du mit dem Spiegel rum, Alter? Ja, was ist los? Und wie du siehst, ist ja auch noch ein anderes Auto drin. Also ich weiß ja, wie du da tun sollst. Alle Tür, dann soft ich mein Besterchen. Ich bin gespannt, wie grün drauf aussieht, Alter. Du bist doch nochmal gegen die Wand geditscht, mein Bester. Oh? Ja, du bist gerade nochmal gegen die Wand geditscht. Du hast den Feuerlöcher da ein bisschen verschoben. Alter, der auch heftig aus. Mach ihn mal ganz kurz in grün, aber blau will ich für 1000% drauf machen. Ui, das Blau eben war auch geil. Blau war mega, ja. Das andere Blau da. Ja, das finde ich auch ganz geil. Das andere auffällige war gerade echt. Nee, sieht kacke aus, Alter. Also ich würde das Blau nehmen. Boah, ein Gelb sieht aber auch brutal aus, Digga. Ja, aber Gelb. Sehr geil aus. So Special wie Biene, Alter. Weiß es nicht. Dafür ist Blau mehr. Boah, Pink sieht auch maschallah aus, sag ich dir, so ist es. Ja, aber da musst du mit Rakete quatschen, Alter, damit da noch ein Titty Twister Sticker raufkommt. Genau. Hat Kalle auch vor. Ja, ich habe zwei Autos für unseren Laden. Oh, geil. Also das Blau sieht schon heftig aus, ne? Nimm mal Blau und wenn du noch kannst, Perleffekt Weiß. Ja, ja. Und dann... Hier, das ist Weiß. Sexy. Ja, safe machen wir den so. Und 68, I know it. Aber nicht, dass du jetzt da immer mit 18s verwechselt wirst, weil du mit dieser blauen Karre nicht. Ach, das gibt's nicht mehr. Ist das so, ja? Ja, ist nicht mehr so wie damals. Okay, geil. Ich müsste eigentlich auch mal mit gefühlt 10 Karren irgendwie zum ADAC mal die Felgen ändern, Alter. Ja. Sind die nicht da? Wollten wir jedes Mal gehen, die sind nie da, Alter. Alter. Boah, der sieht echt sexy aus, Mann. Ja, Blau ist schön, Alter. Mhm. Ich sag dir ehrlich, ich hab bisher wirklich kein Blau genommen, weil ich immer dachte, nicht, dass die mich da aus dem Auto ziehen, weil die denken, ich bin so gängig. Der sieht schon heftig aus, ne? Total aus, ja. Ja, Jungs, seid ihr angeschnallt? Ja. Alter! Was? Nein! Mama, Vin Diesel, Alter, mach die Karre auf den Boden. Der 10 Wagen von dem, Alter. Junge! Hey, Olaf, geh mal zum Würfelball. Wir sagen, wenn dieses steht unten drauf. Mach, wir gehen wieder dahin. Ja. Okay, wir machen das wieder. Oh. Alter, wie zieht der denn, Alter? Was ist denn mit? Der ist sehr, sehr, sehr heftig. Wo geht's denn nochmal zu werfen? Links. Links jetzt, ja. Alter. Aber ich muss auch sagen, ich mag sonst eigentlich diese Facelifts von den Audis nicht so, aber das sieht wirklich schicki aus. Hab ich's noch gar nicht gesehen. Ja, sieht gut aus. Hier ist ja gar keiner, Digga.
Da. Was ist das? Macht das mal mit dem Musiker. Warte. Nein, der vorne. Olaf. Der mit grün. Ey! Jo, Dickerchen. Ey, weißt du, wem die Karre gehört? Nö. Hallo? Nö. Guck mal vorne bitte aufs Nummernschild drauf. Schau mal, unten dran steht Win Diesel, Alter, unterm Auto. Du musst vorne draufstehen, vorne. Vorne am Auto, an der Frontschürze musst du gucken. Jo, der ist auf Koks oder so, Alter. Was für ein Wichser, Digga, voll abgehoben, Digga. Heißt, man hielt ein Geld davon auf den richtigen. Ich hab Dings gehört, den kann man... Hola, oh, ach, scheiße. Ja, ich hab für der Papito, ey. Und dein... Ja. Ey! Ey, Kollege, ey, vorne, guck mal vorne auf Nummernzelt. Hallo? Hallo? Guck mal vorne auf Nummernzelt. Hallo? Geh mal vorne zu... Ja, bist du taub oder was? Das Kack in den Ohren. Geh mal vorne zum Nummernzelt. Vorne zum Nummernzelt. Guck mal unten dran, steht Win Diesel. Ach, ja, hab dir gedacht, nein, ihr Pfeifen. Ach, du bist eine Pfeife, du Wichser. Dann mach das einfach mit Musiker. Guck mal, der Hund, der hat mit der Hand. Alter, das ist ein Hase, Digga. Der ist ausgestopft, oder? Mach einmal. Ich glaube, der ist ausgestopft. Mach einmal. Ach doch, der lebt tatsächlich, der hat sich bewegt. Ding. Mach mal. Ach, Marcel ist wach geworden. Hoch, oder? Ich glaube, du bleibst schlagen, du lebst korrekt. Hau ihn sofort ab. Du hast ihn umgebracht. Ist er tot? Der ist tot. Auf die Ass. Haben uns direkt einen guten Ruf hier gemacht mit dem Auto, Digga. Ja, Fahrwerkproblem bei Audi. Ja, das ist gut. Wir können nichts dafür, dass die Karre so schnell ist. Alter! War ab Werk das Problem. Der Wagen ist echt geisteskrank, Digga. Ja. Alter. Ach du Scheiß jetzt. Mach mal lieber mit Dave, Dickerchen, bevor du das Ding hier einparken musst. Das ist so dulli, Digga. Das ist so dumm gemacht, das ist voll stressig jetzt. Das ist, glaube ich, dass die ADAC mal wenigstens. Oh, ein ADAC, das ist der Dienst, Digga. Es ist wirklich, hey, Digga, so. Fahr mal zu ADAC, wir können vielleicht noch dicke Felgen drauf machen. Der hat doch Baba-Felgen drauf, Digga. Ja, ich weiß, aber vielleicht gibt's noch irgendwas. Oder Bremsscheiben wechseln oder so. Ich kann auch den jetzt, warum kann ich den jetzt hier vorne nicht reparieren, den Wagen? Oh, aber stimmt, Alter, Bremsscheiben im Blau würde ich feiern, Alter. Mhm. Das kann man nicht ändern. Ach, wirklich? Ah. Hey, Olaf. Scheiße. Ja. Die haben neue Garagenwächter hingepackt. Ja. Du kannst nicht mehr reparieren. Du musst den Wagen einparken. Dann kannst du den Wagen reparieren, dann dauert eine gewisse Zeit, bis der Wagen repariert ist und dann kannst du wieder ausparken. Das ist so super, ich hab sowas, ich hab schon viele dämliche Veränderungen gesehen, aber das ist somit das Dämlichste, Digga. Ja. Also ganz, also es macht gar keinen Sinn, Digga, finde ich, oder? Also für, das macht aus einer Hinsicht macht das schon viel Sinn. Warum? Ja, damit die Leute mal lernen, normal Auto zu fahren. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber... Digga, man fährt einmal! Ich fahr einmal gegen Laternenfall, das Auto ist kaputt, Digga. Was für lernen, Auto zu fahren, Mann. Ja. Wenn die das eine ändern, müsst ihr das andere auch ändern. Genau. Wir haben damals ein Gespräch gehabt, ein Kopfgespräch. Da wurde es auch thematisiert, zum Beispiel, ihr kennt ja auch der eine aus der Stadt, der nennt sich XQC. Kennt ihr den? Weiß nicht. Ja, das ist jemand, der ist in einer anderen Stadt und teilt auch immer gerne seine Erlebnisse. So. So. Und in der Stadt halten die Autos, also haben die Autos bessere Materialien. Und da kannst du Verfolgungsjagd mit der Polizei machen von einer halben Stunde. Die schießen nicht, die rammen sich die ganze Zeit, aber die Autos halten so viel mehr aus und es entsteht dadurch so viel bessere Situation. Aber entweder das oder Reparaturkasten, Olaf. Also dann kann man das auch machen mit dem Einparken, dann ist ja kein Problem. Ja, wenn man das eine, muss man das andere auch machen, das verstehe ich so vollkommen, ja. Weil dann würde das natürlich auch richtig Spaß machen, weil so eine richtig fette Verfolgungsjagd, Alter, wie Cobra 11, Alter. Wisst ihr, was das hier zu folgen hat? Also das habe ich Herr Toast auch schon mal gesagt. Dadurch, dass jetzt die... Dadurch, dass die Fahrzeuge jetzt noch schwieriger zu reparieren sind. Du kannst sie nicht mehr schieben. Und du musst sie in die Garage einpacken und sie dann reparieren zu lassen. Da hat keiner Bock drauf.
Das heißt, sie lassen ihre Autos, defekten Autos auf der Straße stehen und holen ein neues Auto raus. Nee, das schieben kannst du wieder. Schieben kannst du wieder. Ja? Ja, ja, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich kann dreimal mein Auto schieben. Ja, aber nichtsdestotrotz wirst du das Problem haben, dass die Autos mit großer Wahrscheinlichkeit noch mehr überall rumstehen werden. Und das heißt ja, auch mehr Kopfschmerzen. Ja, das Problem ist halt, der ADAC, wenn er da ist, ist einfach zu langsam. Der ADAC sollte komplett weggemacht werden, Digga. Ja, ja. Reparaturkasse, sag ich's immer. Ja, noch, ja. Kann man dann kaufen. Moin, moin. Moin. Moin, sind die von der ADAC? Nee, ne? Können Sie lesen? Was steht da? Das auf dem Rücken. Können Sie eine normale Frage beantworten, ohne hochnäsig anzuworten, eventuell? Nein, wir sind nicht vom ADAC. Ah, dankeschön, super. Weißt du. Ja, noch ein Pausenklon, ihr Frühstück. Ja. So, und jetzt sind wir hier beim ADAC und hier ist keiner am Start, oder was? Ja, so jetzt die ganzen letzten Tage, wenn wir Felgen machen wollten. Ja. Aber schön, drei Autos können sie draußen stehen haben. Das ist ja wunderbar. Also, wenn das so weitergeht, müssen wir hier mal was unternehmen gegen die kleinen Hurensöhne. Super. Mhm. Ganz klasse. Mhm. Wirklich, ganz großes Kino hier. Oh, guck mal, das ist auch. Oh, ist da auch jemand drin? Nee. Na super. Hat jemand eine Dose dabei? Sag mal, seid ihr auch am Arbeiten hier? Hallo? Oder schon wieder Kaffeepause hier? Mahlzeit! Scheiße, ich hab nichts stecken, Alter. Hallo, jemand da? Was ist denn los hier? Gib mal Rückendeckung. Hey, pass auf, Alter, pass auf. Alter, ich hab was richtig Krasses gemacht, Alter. Hallo! Ich scheiß euch in den Flur, wenn ihr jetzt nicht kommt, ihr Wichser! Aber ich würde hier direkt. Ich würde den direkt abstechen, Alter, wenn jetzt hier jemand durch die Tür kommt. Nein, hoffentlich überspringen wir uns nicht. Ja, Bruder, was soll denn das? Fick das Scheiße, Alter. Nein, wir haben uns übersprungen. Dann mach weg! Wie mach ich das? X oder F-Muskel? Hab, oh mein Gott, letzte Sekunde, Alter, wie Fußball. Wie, Alter. Mein Gott. Komm, hauen wir ab, Digga. Alter, der Sound, Alter, der ist aber auch geil. Will er sich einparfümieren oder was macht er da? Ich weiß es auch nicht, Digga. Ich kann rückwärts grün, da hab ich nur Kreuzzeichen. Naja, klar, Alter. Hast du hinten keine Augen, wa? Multitalent. Ja. Scheiße, Alter, die Bar mit die Mitarbeiter kommen, Alter. Rennen! So dulli, Digga. Ein Unfall und ist dann. Norbi hat angerufen, Alter. Mich hat auch gerade jemand angerufen, aber ich... Aber kannst du jetzt nur bei Titty Twister parken oder überall dieses Einparken warten? Ja, bei Titty Twister, aber Digga, das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Also hier kannst du nicht einparken. Doch, aber ich muss warten. Nee, dann mach das. Egal, dann müssen wir halt warten. Was sollen wir machen? Mit kaputter Auto ist viel gefährlicher. Das dauert, ne? Ja, wie lange ungefähr? Ja, ich habe heute mindestens 20 Minuten gewartet. Nein. Doch. Also guck mal, pass mal auf, der Audi ist reparieren gefahren, der Mann hier vom Audi. Und wann war der wieder da? Danke dir, Ron, Kuss. Später? Oh, so okay, spielsüchtiger. Ey, das muss raus, 100%. Ja, oder die Autos müssen ein bisschen robuster gemacht werden. Das ist einfach, Fall. Also ich oder weiß nicht, wer das wieder abgenickt oder abgesegnet hat, aber es macht absolut keinen Sinn, Digga. Also was ist das denn für, wie soll ich sagen? Also was für einen Mehrwert hat ist, sein Fahrzeug einzuparken und 5 oder 10 Minuten dumm rumzustehen und darauf zu warten, dass es repariert wird. Das nimmt so viel raus, das ist einfach so... Ach, Digga, Alter, möchte am liebsten schlafen gehen, sag ich. Also, wirklich. Ja. Aber ich sag so, reg den ja auf, bleib softig, mein Besterchen. Du hast eine neue Karre, Alter, die ist auf jeden Fall rattenscharf. Ja. Damit können wir auf jeden Fall die ein oder andere Lolita, die jetzt noch hier rüber fährt, Alter, die können wir damit auf jeden Fall einsacken. 50 Millionen habe ich bezahlt. Ja, ist gut. Der steigt an Wert, Olaf. Ja, ich weiß. Habe ich vom Firmenkonto genommen. Ja, der ist morgen was. Wieder drin, Alter. Der ist schlau. Was ist denn eigentlich, wenn du nicht da bist und da kommt wer wirklich mal so ein geiles Häuschen reingetrudelt? Wie meinst du? Soll ich da zuschlagen?
Ach so. Naja, also ich sag mal nee, so, wenn da war wirklich nee. Ein. Sagst du nicht? Brauchst du nicht? Nee, wir machen das dann anders. Wir machen das anders, Playboy. Nein, Digga. Hier war doch einer. Hier. Hallo? Ja, ja, was ist los? Ja. Ach so, ja, nee. Oh, alles gut. Nee, yo, perfekt. Jetzt ist der Wagen kaputt. Alles klar. Timing. Wirklich, super. Ganz klasse. Ganz großes Kino. Olaf, Cousin? Und er lässt sich die ganze alleine. Ja, Sohn. Ich kann ihn nicht Hast schieben, ne? Hast du meinen Auto schon gesehen? Jetzt. Ola. Ja, der war? Wir wollen bitte raus. Ist das der mit dem Super Sound? Nee. Ach, das ist die neue S-Klasse. Das ist die neue S-Klasse, ein Brabus Cousin. Ja, hey, hast du den wen gehört der? Ja, den kenne ich, Digga, der ist Mashallah. Echt? Ja, den kenne ich schon. Ich finde den so hübsch. Ah, du weißt, was blöd ist? Was? Schau dir mal sein Lenkrad an. Moment. Das ist nicht das von der S-Klasse, Cousin. Naja, ich kann mir jetzt nur von außen angucken, warte mal. Mach mal die Tür auf. Ja, hier ist perfekt. Warte mal, lass mal kurz überlegen. Nee, das ist nicht das neue Lenkrad von der S-Klasse, das genau. Ist von der alten S-Klasse. Ja, das neue hat so, sieht aus wie so Flügel und das ist schwarz. Ja, hundertprozentig. Und das ist viel schöner als neu. Ja, ich geh mal rein, Cousin. Okay. Und Audi. Welchen? Der. Hat man wieder sein. Das ist so dämlich, Mann. Ja, wieso hat. Digga. Wir hätten da so Dulli geschoben, Mann. Ich hab den geschoben. Ach so. Ja, ich soll. Mein Vater hat gesagt, ich soll ihn herschieben. Wie kann ich denn. Wie schiebt man, Digga? Ich kann nicht schieben, Alter. Schieb den mal bitte auf den roten Punkt, danke. Wo ist denn der? Hier. Er kann ihn nicht schieben, wo lässt ihn schieben, Digga? Ungefähr hier. Ey, was ist denn da so lustig? Bin ich jetzt hier ein Knecht oder was? Weg deinen Arsch hier hin, wo ich stehe, Junge, wo willst du hin? Das Auto lässt sich doch nicht schieben, diese Pisse. Yo, Olaf, was geht, Digga? Mann, das ist so eine Cracky? Der ist ein geiler System, Mann. Ey, boah, du beschissen, Digga. Ich hab doch Cracky gar nicht hier gehört. Was ist denn das? Da ist doch der Cracky. Wo? Der, wo das Auto schiebt. Ja? Was? Cracky. Wer ist Cracky, Mann? Du bist doch Cracky. Echt? Ah! Wo schiebst du die Scheiße denn hin, Mann? Ich muss doch die Pisse gerade machen, Mann. Ey, geh doch sofort aus. Ich krieg dir gleich einen Schwitzanfall. Ich muss das Auto schieben, steig aus. Dieser ADAC-Dreck, Digga. So, ey, du bist ein inkompetenter Wichser. Ja, der bist halt Omi-Baby. Ah ja, aber, genau. Trotzdem, du musst doch anfangen, deine Pillen zu schlucken. Nee. Das ist so dämlich mit diesem ADAC, ne? Es ist so nervig, Mann. Ja. Oh, ich schwitze schon. Ich guckt euch die Jungs an. Was machen die da? Schieben die Frau noch nicht ganz. Die kriegen das aber auch das ist gerade wie Kino, Alter. Ja, stehen denn alle hier? Ja, wir gucken denen da hinten zu, wie was die da machen. Fahren, was die da so. Ja. Danke schön, noch ein bisschen Popcorn jetzt und ein Softgetränk. Ja. Ja. Kevin, wie heißt nochmal dein Sohn? Mein Sohn, ich weiß nicht, Hundesohn, nenn ihn einfach Hundesohn. Sieht das an, wie fett du bist, du Wichser. Ja, das müssen Kriegt sie nochmal. Kriegt er das hin? Irgendwas, keine Ahnung. Ja, gut gemacht, Cousin. Hoppla, ja, hast du gut gemacht, Alter. Mein Junge. Hey, Sohn geht so. Hey. Ja, Kinderschlägerei. Cousin, Alter, das ist lustiger. Hundesohn, zeig sie. Ja, aber. Recht, aber. Cousin, gib alles. Oh. Cousin, los. Das hat wehgetan. Gib alles. Oh. Ja, das schaffst du. Oh, der war, oh je, das war ein Tritt. Du meine Güte. Cousin, gib alles. Jawohl. Nein, Cousin, gib zurück. Nein, Cousin. Wie willst du schlagen hier? Hör auf damit, Junge. Lass ihn jetzt in Ruhe. Du musst ihn aufstellen, Mann. Jetzt lass ihn. Hört auf, flaggt euch nicht mehr. Hört auf. Deine Oma verprügelt. Ja, Cousin, ich bin nur immer hinter dir. Jetzt hast du meinen Sohn geschlagen, Alter. Ja, ist aber mein Cousin hier. Wir einen richtigen Kampf. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Massenschlägerei? Machen wir einen Kampf? Nee, das ist so nervig. Du willst nicht gegen mich boxen, glaub mir. Du musst morgen wieder raus, oder? Ja, komm, ich mach einen richtigen Kampf.
Okay, schlag mal zu. Wir waren uns am Ende. Habt ihr den? Der Kampf mit Schlagring. Ach, wie ist das? Wo willst du den denn hinhaben, mein Junge? Ich will ihn auf den scheiß roten Punkt da. Ja, komm, ich helf dir, mein Junge. Ich kann nicht schieben, das geht nicht. Ey, wir wollen nochmal bei dir ein Ding. Ey, der Start hängt. Deswegen. Geht nicht. Haben die das jetzt verändert mit dem Virus dann? Nee. Also, ich kann den nicht schieben. Nee, ich auch nicht. Geht mal weg. Ich glaube, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. So dämlich, Alter. Steffi hat vorhin gesagt, dass da gerade so ein kleines Virus unterwegs ist. Olaf! Ja. Hast du Bock auf ein bisschen Roulette? Nee. Ja, komm. Ich kann meinen Verbandskasten noch nicht benutzen. Du musst 5 Minuten warten. Weil Marcel sein LAN hat jetzt Ding. Roulette. Ey, Durfi. Ah, nice. Cousin, bleib ja hier. Ich würde auch gerne eine Runde Poker. Ja. Oh, hat er auch Poker? Okay. Yeah, Poker. Ja, komm, lass mal gehen. Lass mal gucken. Poker, wie heißt der andere Schmutziger? Ich kann dein Auto nicht schicken. Blackjack und Roulette. Ja, ja. Oh, also Roulette ist auf Poker bin ich dabei. Habt ihr... So. Sag mal, Olaf. Was ist das für eine Pisse? Hättest du jetzt mal 5 Minuten? Worum geht's denn? Gib mal einen Stichpunkt, bitte. Um familiäre Gründe. Ja. Moment, ja. Scheiß ADAC, Alter. So, komm. Ab dir hast du Roulette. Cousin, komm. Mein Junge Cousin, komm. Warte doch mich, okay? Ja, komm, Cousin. Komm wieder zu. Worum geht's denn? Du musst dich doch nicht. So, Olaf. Mhm. Ich hab ganz nasse Hände. Ich bin total nervös. Okay. Du musst verstehen. Mhm. Cousin ist ja dein Sohn. Ja, ich weiß. Das ist nett, dass du mich erinnerst. Ja, ich wollte weiterreden. Ja. Also, das Ding ist, ja, also Cousin und ich, wir haben da so eine... Yo! Moin. Könnt ihr einmal den Audi hier reparieren, bitte? Wird gemacht. Wie schnell wart ihr denn hier? Was soll ich sagen? Ich bin jünger, ich kann nichts machen. Eigentlich war ich auf dem Sprung, aber... Alter, hab ich gesehen, stimmt, ich weiß, was ich sagen wollte. Was? Weißt du, Mann, das ist gefaked aus der Türkei, hä? Was willst du sagen? Ich hab's aber gefaked, Digga. Ich bin Bauchredner geworden, Digga. Wer lacht so? Richtig lang? Warte, das ist hier. Ich bin Bauchredner. Hör genau hin, Alter. Machen wir nochmal? Kannst dich auf. Ja, das sieht ganz komisch aus, Mann. Ich bin am Telefonieren, ich bin multitaskingfähig. Playboy. Okay. Ich bin gerade am Reparieren, ich ruf gleich zurück. Ah. Ja, perfekt, danke. So. Schau ich nochmal, ob die Kontrollleuchten aus sind. Ja, ich hab da ein bisschen gefeilt. Dann gibt's noch eine kleine Rechnung und dann jo, alles klar, bin ich schon wieder weg. Also ansonsten kommt aus dem Bauch nur Kacke, da weißt du selber. Bitteschön. Dann jo, hab ich gute Zeit. Super, danke. Jo. Ciao, ciao. Ich würde auch noch eine Runde masturbieren, Alter, wenn ich ehrlich bin. So. Ist Catalina noch da oder was? Cousin. So. Okay, Olaf. Ja, jetzt erzähl mal. Okay. Ja, ich bin sehr nervös. Ich hoffe, du nimmst dir das nicht übel immer. Also. Mhm. Ja, ich hab den Cousin, den hab ich jetzt schon, also, wie soll ich denn anfangen, verdammt? Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da so eine Bindung zum Cousin, ja? Mhm. Also, ich habe da so Gefühle für Cousin. Also nicht die du, glaube ich, da gerade jetzt in deinem Kopf hast, sondern so Oma-Gefühle. Verstehst du, was ich meine? Das für ein Laden hier? Der Cousin, der hat mir auch gesagt, er hätte mich liebend gerne als seine Oma. Und dann ist mir eingefallen, dass quasi du... Verpisst euch, Mann! So, und da ist mir halt in den Sinn gekommen, da ich ja auch mütterliche Gefühle für dich dadurch entwickelt habe, ob ich dich adoptieren kann. Mich adoptieren? Ja, also ich will natürlich... Jetzt kommt natürlich, mein Part. Achso, ja, Cousin hat auch... Oma kann ganz gut Kekse backen und die schmecken gut, Cousin. Ja. War das gut, oder? Ja, das hast du super gemacht, mein Junge. Aber wenn du mich adoptierst... Ich nehme auch euer Name an, das ist gar kein Problem. Es hat, was soll das denn jetzt heißen, Sibylle?
Aber wenn du mich adoptierst, dann kann ich ja auch keine sexuellen Sprüche mehr dir gegenüber bringen. Hat er mir gegeben? Ja, da, guck mal, da möchte ich dir was zu sagen. Wenn ich dich adoptiere, ja? Margit, tut mir leid, das habe ich dir vorher nicht gesagt, dass ich einen Namen annehmen werde. Tut mir leid. Ich stehe hier und will dich unterstützen. Ja, nee, warte mal, das klären wir gleich. Also, Olaf. Nein. Ja, guck mal, ich habe mir da was überlegt. Da, wenn du wirklich dann, wenn ich dich adoptiere und du mein Sohn bist, dann habe ich mir auch gedacht, dann tue ich auch alles für meinen Sohn, dass alles super läuft und dann würde ich auch umsonst hier arbeiten. Verstehst du? Und ich habe mir auch überlegt, ich würde ja auch für dich dann viel mehr geben, weil wenn du dann sagst, du möchtest einen Special hier anbieten, dann wird deine Mutter auch mal das ein oder andere Mal für jemanden tanzen, um dich zu unterstützen in deinem Aber ich Club. Will nicht, dass du für andere tanzt, ich will, dass du dich auf meinen Schoß setzt, verstehst du? Ach du meine Güte. Ja, du kannst dich ja gerne auf meinen Schoß setzen, mein Sohn, dann. Nee, du sollst dich auf meinen Schoß setzen. Also jetzt wird's aber komisch hier. Ja, ich glaube auch. Ich meine, du bist ja nur adoptiert, mein Junge. Ja, aber seit ich dich kennengelernt habe, ist mein Lieblingssuchbegriff auf YouPorn Granny Comes Hard. Ja, da ist ja auch die Margret dann noch da. Die Margret ist ja auch noch da. Marcel, jetzt hör auf mich da reinzuziehen. Das ist eine ernste Situation hier, Marcel. Ja, alles entspannt. Ich hab nicht gedacht. Also, Cousin, sag du mal bitte was, mein Junge. Sie kann sehr gut Kekse backen und die schmecken lecker, Cousin. Ja, das scheiße ich was drauf kaufen. Ja, exakt, wie es ist, wenn sie ihre Dritten rausnimmt, oder? Dann kommst du aber richtig zu mir, Nuss. Also ich kann euch nur eine Sache sagen. Marcel, du. Ich sag dir doch noch was. Ah. Mein größter Traum wäre einmal 69er mit Sibylle, sag ich euch ehrlich. Nee, das war der größte pass mal Traum, auf, Marcel, du, mit dir redet gerade keiner. Jetzt hör mal ab jetzt hier. Ja, ich bin doch nur ehrlich. Wo ist das Problem? Sibylle. Du kannst die Margret nehmen. Ja, die Margret nehme ich auch. Das artet hier gerade extrem aus, meine Kinder. Ich weiß auch gar nicht, warum auf einmal so viel hier stehen. Können wir zurück zum Ursprungspunkt vielleicht? Ja, ich glaube so. Also Olaf. Ja. Das wird mir wirklich, du würdest mir einen Traum erfüllen. Aber Olaf, was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, die Sibylle, die hat noch eine Nichte, Enkelin, die heißt Mandy. Ja, die ist ganz jung und ganz hübsch, die würde vielleicht auch hier tanzen, eventuell. Die Nummer haben. Die ist echt richtig hübsch, Alter. Piss genau, Gavin Mann. Hat die schon kennengelernt. Jawohl. Und da ich, wenn ich dann hier ehrenamtlich arbeite, quasi umsonst, dann könnte sie ja hier anfangen. Wenn sie das möchte, die könnte ich dir mal vorstellen. Keine Ahnung, Mann. Ich brauche keine Mutter. Sag ja, Olaf, sag ja. Meine andere Mutter war nie für mich da. Die hat ja, das kann ich ja dann tun. Du kriegst da ganz viel. Ganz viel Liebe, mein Junge. Kriegst du ganz viel Liebe, komm mal her. Guck mal. Oh. Olaf, ich sag dir, wie es ist. Ich seh dich da, Alter. Schön Step machen, Alter. Enjoy's. Scheiße, Mann. Aber Olaf, da musst du auch merken, ich glaube, dann gehörst du auch zu Theo von Alge Familie, weil die sind alle. Nee, das ist mein Sohn. Ja, aber ihr seid doch auch mit Theo von Alge irgendwie hier. Theo ist dein Sohn? Nee. Ja, Theo ist mein Sohn, ja. Olaf. Ach du Scheiße. Olaf, geliebter Olaf. Dann hast du einen Bruder. Warte mal, dann ist doch. Nein. Ich kann's verstehen. Geliebter Olaf. Ja. Du bitte komm da jetzt hoch. Möchtest du mein Sohn werden? Wie? Was? Möchtet ihr jetzt Olaf als Sohn haben? Hab ich richtig gehört. Oh. Mensch, Olaf. Der Olaf will was anderes. Ich sag mal so, die Richtung ist richtig, ja. Alter, okay, Scheiße. Aber nimm die Dritte raus, nimm die Zähne raus. Eieiei, nee, das ist die Hose, kommst du. Die Zähne müssen raus, Alter. Dann flutscht das. Ich sag da gar nichts zu, ich muss jetzt erstmal weg. Die Zähne fallen noch raus. Olaf. Lass mich doch jetzt nicht so hängen hier. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Lass ihn doch erstmal nachdenken, Sibylle. Ja, zieh mal die Hose jetzt aus, Alter. Wir wollen wie viele Menschen hier sind, Alter. Lass sie doch jetzt nicht hängen, was soll das, Digga? Ja, lass ihn nicht hängen, oder? Guck mal. Geht doch Cousin, mal meine mein Junge, ich geb alles, wirklich. Hier, ich hab ne blaue für dich. Echt lecker, die Kekse. Wieso so überfordert? Also, ich hab ein bisschen Angst, ich muss weg. Ich würde adoptiert werden. Ich hab's immer gesagt, lass mich in Ruhe mit dieser Gummischen. Und dann rufe ich dich. Ja, weiß ich nicht, Digga.
Keine Ahnung, Digga. Stiefmutter. Auf den Schock erstmal kacken, Digga. So, ich werde es durchziehen. Jo, Olaf legt sich schlafen, bis morgen. Ja, denk eine Nacht drüber. Gute Nacht, mein Besterchen. Gute Nacht, Olaf. Gute Nacht. Tschüss, Olaf. Ich werde jetzt pennen gehen. Beziehungsweise noch kurz am PC 10 Minuten chillen und dann ins Bett gehen. Eigentlich wollte ich heute gar nicht mehr streamen, weil ich mit René noch unterwegs war, aber spontan jetzt nochmal 2,5 Stunden gestreamt, ist doch völlig okay. Ja, also lasst euch gut gehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Und lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bis morgen Abend. Kuss. Und in dem Sinne, wieder schauen, reinhauen.